Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, hallihallo, guten Abend hier auf Okitalk im interaktiven Redesprachportal. Heute am 24.07.2019, wir haben es 20 Uhr, die zweite Sendung heute, nachdem wir das Wahlbündnis Österreich heute hier hatten, was sich vorgestellt haben, gehen wir heute zu Bettina rüber. Wer kennt Bettina? Bettina Windischbauer. Es ist, sie präsentiert uns heute neue Wege Landwirtschaft, neue Wege, andere Wege für die kleinen Bauern. Wir sind interaktiv unterwegs und daher dürft ihr uns auch anrufen mit der Telefonnummer, das Festnetztelefon aus Österreich mit der Landesvorwahl 0043. Dann geht's weiter mit 720-518-19 und die 7. Und der Außenchat ist auch mittlerweile geöffnet und dort könnt ihr euch auch und dürft ihr euch einbringen. Wenn ihr nicht reinkommt, oben rechts registrieren, Wunschname, E-Mail-Adresse und schon seid ihr dabei. Und wir leiten natürlich eure Fragen, Anregungen für ein wichtiges Thema heute Abend und das ist die Landwirtschaft für die neuen Wege, für die Kleinbauern. Ich habe vorhin schon im Warm-up kurz gesagt, ich wünsche mir natürlich auch, dass die Großbauern so einiges wahrnehmen, vielleicht von den Inhalt heute Abend, uns ihre Landwirtschaft mal so ein bisschen überdenken und vielleicht doch noch neue Wege auch für die Großbauern möglicherweise für sich übernehmen. Und jetzt begrüße ich Sie mal, die liebe Upsala, und sag guten Abend, Bettina. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, hallo, Bettina. Bettina, du bist eine Frau, die einen eigenen Hof hat. Ich möchte mal kurz auf den Sendetext ein bisschen eingehen, damit die Zuhörer so ein bisschen Hintergrund haben. Landwirtschaft, neue Wege, andere Wege für die Kleinbauern. Das Thema heute Abend heißt den Verein Windischbauer in Hof vorstellen. Sowohl Patenschaft, Gemeinschaftsgarten, Eden, Bauernhofzeit. Herausforderung, Überforderung bei der Umstellung auf ökologische, nachhaltige Feldwirtschaft. Gemeinsam die Verantwortung für gesunde Lebensmittel und eine naturgerechte Feldwirtschaft übernehmen. Alternative Finanzierung, Projekte, Geld schafft Werte. Dem Mehrwert der Kleinbauern erkennen, erhalten und finanziell wertschätzen. Denn ihnen steht das Wasser bis zum Hals. 5.000 steht da Euro dringend gesucht für einen Saatkasten zur ökologischen Feldbearbeitung für den notwendenden Schritt für die Umstellung. Ja, das ist heute der Text und wir werden sicherlich gleich auch auf den Saatkasten noch eingehen. Jetzt mal meine Frage erstmal, du bist ja heute das erste Mal hier auf Okitalk und die Menschen kennen dich nicht. Du bist ja in Oberösterreich, soweit ich weiß, zu Hause. Und wer bist du, was tust du, was machst du und warum machst du das überhaupt? Magst du ein bisschen über dich erzählen, dass man so ein kleines Bild von dir bekommt? Ja, gerne, kein Problem. Also mein Name ist ja schon gefallen, Bettina Windischbauer. Ich bin in Ried im Traunkreis zu Hause. Ried im Traunkreis, das ist sehr zentral in Oberösterreich, wo quasi die A1 und die A9 Richtung Graz, wo sich die kreuzen beim Voralpenkreuz. Und unser, also wie schon erwähnt worden, wir leben am Bauernhof und arbeiten auch am Bauernhof. Und wir haben ein wunderschönes Panorama zu den Alpen hin. Genau, der Traunstein schmückt unser Panorama. Den haben wir in unserem Logo verewigt. Ja, wer bin ich? Ich bin eine Frau mit mittlerweile 40 Jahren. Ich lebe mit meinem Mann da am Bauernhof und unseren drei Kindern. Die sind 2, 6 und 11 Jahre. Und wie es so bei typischen Bauernhöfen ist, sind auch die Schwiegereltern, also die Eltern von meinem Mann, auch nur am Hof. Von denen hat mein Mann auch den Hof übernommen. Das ist ein klassischer Werdegang. Ich bin quasi die Zugheirate am Hof. Ja,
Ich möchte heute mal den Verein Windischbauernhof vorstellen und auch so ein Stück weit die Geschichte dorthin von der ganz klassischen konventionellen Schweinebetrieb bis hin zum Gemeinschaftshof, bis hin zum Verein, wo man einfach wirklich neue Wege gehen und auch da versuchen, wirklich was Wertvolles auch noch zu schaffen. Also eine Zukunftsvision, oder da sind wir auch schon seit Jahren jetzt dabei. Also ein Motto ist: Ein Bauernhof krempelt um. Genau, um einfach wirklich zum einen als Kleinbauern überleben zu können. Das schwingt auch immer ganz stark mit. Aber auch, was mir immer ganz wichtig ist, ist so diese gemeinsam mit Menschen etwas Positives in der Welt zu verändern. Und da bin ich sehr froh, dass ich auf dem Bauernhof gelandet bin, beziehungsweise wieder gelandet bin, weil ich bin ja groß geworden auf dem Bauernhof. Weil man sitzt richtig an der Quelle auf dem Bauernhof, da kommen die Lebensmittel her, da kann ganz viel entstehen, da kann man ganz viel Wertvolles machen und vor allem auch umkrempeln, weil, wie viele sicher wissen, es läuft ganz viel schief und da gehört ganz viel gemacht, gerade was Landwirtschaft anbelangt, was Natur anbelangt, es wird ja ganz, ganz viel zerstört und dafür möchten wir uns einfach auch ganz stark einsetzen und auch wieder zusammenzuwachsen und gemeinsam auch die Verantwortung zu übernehmen für unsere Äcker, für den Grund und Boden, von dem wir alle leben. Und was mir oder uns auch immer ganz wichtig ist, ist einfach auch die Wertschätzung der Bauern auch wieder zu heben. Weil die Kleinbauern, die sterben aus. Und wenn wir da noch länger zusehen oder wegsehen, dann werden wir eines Tages munter sein werden und die kleinen Bauern gibt es nicht mehr. Und dort ist aber ganz viel Wertvolles, was die Vielfalt anbelangt, die Vielfalt und die Qualität der Lebensmittel. Aber da greife ich jetzt vielleicht schon viel zu weit vorweg. Ach, das hast du schon ganz, ganz, ganz gut gesagt. Ja, du sprichst ja schon Problematiken mehr indirekt an. Und ich habe ja auch gesagt, auch die Großbauern können von den Kleinbauern doch was lernen. Denn du hast ja auch schon die Uhrzeit angesprochen, es ist schon viel kaputt und zerstört worden. Wir leben nicht mehr 5 vor 12, ich vermute, das ist schon nach 12, oder? Wie siehst du das? Für mich ist es wirklich schon 5 nach 12, weil wir leben natürlich in einem sehr bäuerlichen Umfeld und wir erleben das ganz, ganz oft. Dort hört wieder ein Bauer auf, dort hört ein Bauer auf. Gerade die Jungen wollen nicht mehr weitermachen, weil es einfach nicht mehr, man muss arbeiten gehen, damit man sich die Landwirtschaft überhaupt leisten kann. Es ist nur mehr die, wenn man größer wird, kann man überleben. Oder man ist einfach so kreativ, haut sich in eine Nische rein, aber das geht dann eigentlich schon fast Richtung Überforderung, weil man muss da ganz viel Talente haben, um dieses Schiff dann wirklich schaukeln zu können und muss da ganz viel Zeit reinstecken. Ich möchte aber nicht nur heute über die Problematiken reden, sondern einfach auch Lust machen auf Bauernhof und auch darauf, diesen Mehrwert wieder zu erkennen, wenn man sich einfach wirklich, wenn man die Nähe wieder sucht zum Bauernhof und da einladen zu unseren Angeboten. Und ich glaube, wenn die Menschen diesen Mehrwert erkennen, dann passen sie mehr auf die kleinen Bauern und suchen mehr den Kontakt und bis hin zur finanziellen Wertschätzung einfach, worauf ich halt auch noch einfach eingehen möchte. Super. Ich habe gleich noch eine Frage. Ich möchte den Roman hier von CryptoTV, Roman Reuter, mal begrüßen und sag mal einen guten Abend nach Salzburg. Ja, hallo ihr Lieben, schönen guten Tag. Schön, dass wir heute so ein wichtiges Thema für unsere Landwirte, den Bauern, aufnehmen, weil, wie es die Bettina ja auch schon angesprochen hat,
Die Bauern, die sind unsere Wurzel für unsere ganze Gesellschaft, dass wir uns gesund entwickeln, dass wir uns gesellschaftlich mit Respekt auch begegnen können. Da tragen auch Bauern viel dazu bei, dass die Wertschätzung von der Natur auch gegeben ist. Da verlieren wir auch Städte an Bezug, wenn wir nicht mehr Kontakt zu den Bauern haben, ja. Und da ist so sagenhaft, wie ungesund unsere Gesellschaft freudig voranschreitet und sowas, so ein tolles, ich kenne das Leben als in einem Bauernleben, ja. Als Kind habe ich da viel erlebt und da werden wir heute viel ansprechen, doch da möchte ich es auch noch nicht so viel zuvor wegnehmen, aber ich freue mich, dass wir das Thema heute ansprechen. Ja, danke dir, Roman. Ja, liebe Bettina, wie sieht denn bei dir die Veränderung aus in Form von Kleinbauern? Man weiß, in Österreich, auch sicherlich in anderen Ländern, werden die Kleinbauern immer weniger werden. Und ein Bauer hat heute es sehr, sehr, sehr schwer. Gibt es denn in deiner Umgebung noch Kleinbauern? Und ich hoffe, sie sind noch Existenz in der Aktivität der Landwirtschaft. Kannst du uns da einen kurzen Aussicht, ja, eine kurze Info geben dazu? Also Zahlen kann ich da jetzt leider keine nennen. Rund um uns sind schon noch Kleinbauern, also eigentlich die vielen Nachbarn von uns sind doch schon eher nur Kleinbauern, würde ich jetzt bezeichnen. Aber die hadern schon und ja, wursteln ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die müssen schon zuschauen, dass sie einfach sich über Wasser halten, sage ich jetzt einmal finanziell, weil es einfach immer enger wird, sage ich jetzt einmal. Und darum haben wir einfach auch dann geschaut, welchen Weg können wir für uns als Kleinbauernhof gehen. Ich habe jetzt kein Patentrezept für alle Kleinbauernhöfe und es ist wahrscheinlich unser Weg auch nicht ideal für alle kleine Bauern, aber wir haben halt da Vision mit unserem Hof und der lässt sich einfach in der Form, wie es wir jetzt begonnen haben, eben in der Vereinsform einfach am besten umsetzen, diese Vision, beziehungsweise dass einfach die Menschen, die quasi Konsumenten, das sind ja die Menschen auf der anderen Seite vom Bauern. Auf der einen Seite ist der Bauer der Produzent und auf der anderen Seite sind die Konsumenten, die die Lebensmittel beziehen. Und zwar ist halt immer von Anfang an, wie wir diesen Weg begonnen haben, wichtig, diese Mauer zwischen den beiden niederzureißen, wieder voneinander zu wissen, zusammenzurücken, bis hin einfach gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist unser Weg. Und darum haben uns wir 2016 entschieden, einfach einen Verein zu gründen und ist auch in einer Einfachheit, sage ich jetzt einmal, auch umzusetzen. Weil es ist mittlerweile schon sehr, sehr kompliziert worden, wenn man eine Idee hat oder mehrere verschiedene Ideen hat. Es ist ganz kompliziert worden im gewerblichen Bereich, das einfach auch umzusetzen, weil du müsstest dann verschiedenste Gewerbe anmelden, für vieles Abgaben zahlen. Du hast bei ganz vielen Dingen Auflagen und das geht ins Unendliche, solange bis dass man einfach nimmer mag. Und da waren wir recht froh, einfach auch dann auch Menschen gefunden zu haben, die was mit uns dann auch den Weg begonnen haben im Verein. Und mittlerweile haben wir an die 80 Mitglieder, was uns recht gefreut, die was diesen Weg mit uns gemeinsam gehen. Also wir sind quasi schon zusammengerückt, wir Bauersleute mit den Konsumenten, die was hier mittlerweile, wir sagen nicht mehr Konsumenten, sondern die sind einfach, wir sind einfach eine Gemeinschaft, genau. Klingt total schon mal gut und ich hoffe, dass du noch mehr Mitglieder bekommst. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, die Bettina und ich, wir haben uns kennengelernt ja beim Heini Staudinger oben beim Pfingstsymposium.
Bettina, magst du vielleicht noch mal auch was zum Pfingstsymposium sagen? Du hast ja auch dein Projekt auch vorgestellt und vielleicht noch mal ein Feedback. Der Heini wird das sicherlich gerne hören. Und Grüße zum Heini hier von hier aus direkt. Und wir wollen ja heute auch die gute Stimmung haben. Natürlich darf man ruhig kurz auch mal die drückende Punkte eines Kleinbauerns erwähnen. Jedoch, es geht darum, auch wieder zu erlernen, dass wir wieder zurück zu Ursprung, zur Natur uns doch mehr ja, den Weg her finden. Bettina Heini Staudinger, Pfingstsymposium, da haben wir uns kennengelernt. Ja, das Pfingstsymposium, da bin ich mit einer reichlichen Ernte nach Hause gegangen. Na, also es war wunderschön, einfach so viele Menschen auf einem Fleck zusammen zu haben, die wo so einen Willen haben, wirklich etwas zu verändern. Also nicht nur zu reden, sondern auch wirklich, also wenn Themen eingebracht worden sind, dann einfach immer danach zu schauen, ja, und wie gehen wir jetzt damit um? Was können wir dort wirklich aktiv, wir jetzt hier, die hier sind, was können wir aktiv tun, damit sich das wirklich in eine positive Richtung bewegt? Und das hat mich total berührt und hat mir ganz viel Motivation und Kraft da wieder mit heimnehmen können für den Alltag zu Hause. Und also ich habe zum einen im Open Space, was ja die Methode dort auch war, genützt, um unsere Projekte vom Verein auch vorzustellen, unsere Geschichte auch nochmal vorzustellen, aber auch einfach auch von unserer Situation zu schildern, wie es uns geht, eben dass auch uns das Wasser bis zum Hals steht, wir auch nicht wissen, wie wir wirtschaftlich einfach über die Runden kommen. Und wir einfach da nach neuen Wegen suchen. Und es war dann einfach so schön, einfach auch Gehör zu kriegen und auch, dass Menschen mit einem dann überlegen, was können Lösungen sein. Bis hin am Schluss war das einfach so toll. Also diese Frage einfach auch noch vom Fritz, der Moderator, also der was mit der Bettina das moderiert hat. Einfach, ja, was brauchst du jetzt wirklich konkret? Und ich war dann so mutig und habe einfach wirklich gesagt, was wir einfach wirklich momentan brauchen, ist finanzielle Unterstützung, um wirklich auch unseren Hof in eine gute Richtung bewegen zu können. Damit meine ich einfach auch ihn umstellen zu können auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftsweise, weil das ist einfach ein ganz großes Herzensanliegen von uns, endlich den Hof umzustellen, keine Spritzmittel mehr auszubringen, keine synthetischen Düngemittel mehr auszubringen. Es hat auch einen Vortrag gegeben beim Pfingstsymposium über Bienen, über das Bienensterben. Und der ist mir sehr, sehr nahe gegangen, was einfach das macht. Diese ganze Chemie, dieses ganze Gift, das, was die Bauern nicht tagtäglich, aber immer wieder Jahr für Jahr ausbringen, wie wir uns da einfach vergiften, nicht nur die Bienen, sondern auch wir. Und das ist mir wirklich zu Herzen gegangen und hat meinen großen Wunsch, jetzt endlich umzustellen, noch mehr gepusht, sage ich jetzt einmal. Und ich habe einfach gesagt, diesen Wunsch geäußert, ich möchte endlich jetzt diesen Sprung schaffen, endlich auf biologisch oder ökologisch nachhaltig umzustellen. Und da war eben dann die Frage von Fritz, was braucht ihr? Und natürlich es braucht für fast alles, braucht es finanzielle Unterstützung. Und wenn man einfach schon so eine kleine Struktur hat, dass man das nicht mehr außerwirtschaften kann, dann braucht man einfach Unterstützer. Und mir ist dann wirklich direkt am Pfingstsymposium sind mir dann 3.000 € zugesichert worden. Da sind die Hände in die Höhe gegangen, von mir kriegst 1.000 €, von mir kriegst 1.000 €. Und das war so berührend und erhebend, dass einfach wirklich Menschen bereit sind, da aktiv mitzuwirken, dass wirklich Wandel passieren kann. Und für den Wandel braucht es einfach auch das Geld. Da möchte ich jetzt vielleicht kurz den Spruch einbringen,
Geschichte, was mir recht gut gefällt. Wir bezahlen Ärzte, um uns gesund zu machen. Warum bezahlen wir nicht unsere Bauern, um uns gesund zu erhalten? Und das meine ich mit mehr Wertschätzung für die Bauern, dass einfach wirklich der Fokus viel mehr Richtung die Bauern geht, dass denen gut geht, zum einen finanziell, aber auch, dass die auch Lebensqualität kriegen, weil die sind die Ernährer des Volkes. Und ich denke mal, wir können es nur gemeinsam schaffen. Und genau in diesem Sinne bin ich reich beschenkt heimgefahren und ich möchte heute Menschen einladen, wirklich aktiv sich auf den Weg zu machen, aktiv Bauern zu unterstützen aus der Region. Man kann viel mehr tun, als man glaubt. Man muss nur tun und man muss nur wollen. Genau. Das hast du so schön gesagt. Jetzt gebe ich sofort mal den Roman das Mikrofon und sage nochmal Hallo da draußen. Einsteigen über den Chat, ihr dürft, wir wollen euch lesen und wir freuen uns auf eure Zuschriften oder Anruf, na, um mit der Telefonnummer 0043 Österreich Festnetz und dann 720-518-19 und die 7 findet ihr auch unter Sendungen, die Nummer. Ja, und jetzt hat der Roman sicherlich schon ein paar Worte. Ja, ich fand das Pfingstsymposium, wie gesagt, unheimlich bereichernd, auch immer wieder für mich. Ich bin da ja auch schon länger beim Heini, ich begleite ihn so, ich schätze so ab dem Jahr 2014 schon, damals mit seiner FMA-Geschichte schon, wie das alles entstanden ist. Und Dankeschön, Heini, dass es dich gibt und ich wünsche mir mehr Heini Staudingers in Österreich oder auch um die Welt verteilt. Verdient hat das allemal. So, und jetzt kriegt der Roman mal das Mikrofon. Roman, bitte. Die Bauern, die arbeiten ja wirklich sehr viel in Gebieten und Bereichen, was so ein normaler Städter gar nicht einmal bewusst ist. Ein Bauer ist ja auch schon indirekt oder auch direkt ein Landschaftsgestalter, ja. Gerade bei den Almen sieht man das vor allem, wenn da die Schafe und die Weidenflächen nicht abfressen würden, wie schnell solche Almgebiete auf einmal verschwinden würden, ja. Da wäre schon mal angebracht, dass der Staat da mit ja, Subventionen, aber da gehört schon richtig mehr wie eine Subvention, da gehört eine gerechte Entlohnung dafür her. Wenn es der Bau nicht macht, dann werden wir mal sehen, wie dann unsere Wanderwege ausschauen werden, wie die Wälder ausschauen werden. Wir haben schon unsere Förster und alles, aber Bauern machen, da wird zum Beispiel angerufen mit so Hilfe, dass man sich selbst beteiligt, bei Ernten mithilft und so Sachen. Ja. Ich möchte vielleicht so ein Beispiel geben mit den Ernten, wie sich das auszahlt, wenn man Bauern hilft beim Ernten. Von meinem persönlichen Leben her, wenn ich da so einkaufen gehe in die Supermärkte, da brauche ich echt eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich aus dem Supermarkt draußen bin, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich mir da rausnehmen sollte. Ich kriege eine Krise im Supermarkt. Ich komm, wenn ich mir dann was gefunden habe, nach einer Ewigkeit hin und her überlegen, weil einfach alles, gut Deutsch, Mist ist da drinnen. Beim Heim geht dann komme ich auch mit einem Grant haben, weil ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich da drinnen gekriegt habe. Und dann, wenn da die Erntezeiten sind bei den Bauern und die Sachen hole, wenn ich dann die Sachen putzen anfange daheim, wie das duftet, meine Hände sind zwar knallrot dann, zwei, drei Tage lang, aber wenn man da was eine Gemüsesuppe macht, da bin ich euphorisch befriedigt, muss ich wirklich sagen, wenn ich dann nach so einer langen Supermarktkost endlich wieder was sowas Gutes essen kann, ja. Und ja, der Heini Staudinger, da bin ich auch durch Okidok draufgekommen, dass es so Menschen wie den Heini Staudinger gibt. Und da würde ich auch vielleicht einen Ruf noch raussetzen, dass noch mehr Heini Staudingers gab, die was wirklich die Bauern helfen. Wenn dieses Bindeglied weg ist, dann sind wir verloren als Gesellschaft. Wir haben keine Autarkie mehr. Wir können keine Nahrungsmittel mehr zu uns nehmen, sondern nur noch Füllmittel zu uns nehmen. Ja. Und wie gesagt, wie die Landschaft ausschauen wird ohne Bauern, das sollte man vielleicht auch noch von so einer Fachfrau wie die Bettina vielleicht auch noch mal erklären lassen. Ja, Bettina, magst du? Oder?
Magst du die Frage nochmal konkret oder deinen Wunsch nach Beantwortung Ja, wiederholen? weil vielen Menschen ja gar nicht bewusst ist, dass ein Bauer nicht nur Tiere züchtet, Gemüse anbaut, sondern auch ein Landschaftsgestalter ist, ja, damit er schaut, dass die Natur nicht überwuchert, nicht überhand nimmt, dass sie noch für Menschen begehbar ist, wie bei den Almen eben. Wenn man die Schafe auf den Almen nicht mehr hätten, hätte man auch keine Grünflächen mehr oben. Eben das auch viel besser gefördert wird vom Staat, weil da kriegt ja der Bauer auch quasi nichts, hier und da mal Subvention, aber das ist ja die Würdigung der Arbeit, was der Mensch gar nicht weiß, was ein Bauer noch alles leistet. Das darf mich interessieren, von dir zu erfahren, was da noch so alles gibt, was ein Bauer macht, was Menschen gar nicht bewusst ist, aber dafür nichts kriegt. Ja, total schön, wie du das so erzählst, weil da war ganz viel mehr Wert einfach auch schon drinnen versteckt, also auch wie diese Lebensmittel und so schmecken und genau. Der Landwirt oder der Bauer, der ist oder muss extrem multitaskfähig sein, also da brauche ich nur an meinen Mann denken, was der alles kann, also von die ganzen Reparaturen, es ist, damit so ein Hof laufen kann, muss man einfach wirklich Tag für Tag dran sein, dahinter sein. Wenn man Tiere hat, muss man sich einfach auch in ganz vielen Bereichen auskennen, also auch mit der Gesundheit der Tiere, dann die Haltung der Tiere, von den Stallungen, dann die ganzen Maschinen, den Fuhrpark, den muss man auch warten, sage ich jetzt einmal, die ganzen Bautätigkeiten. Also in einem Bauern, man sagt zwar, der Beruf ist der Bauer, aber da stecken ganz, ganz viele Berufe drinnen. Oder auch bei der Bäuerin einfach auch ganz viel, also vom Gemüsegartenbau über die ganze, ja, wir sind. Und was auch sehr herausfordernd ist, ist einfach auch diese, dass alles eins ist. Also es ist die Arbeit, die Familie, die Freizeit, es ist alles ein Topf, sage ich jetzt einmal, was auch immer wieder sehr herausfordernd sein kann, weil das so schwer voneinander zu trennen ist. Genau. Weil du zuerst die Landschaft und so angesprochen hast, wie die ausschauen würde, wenn es keine Bauern gibt, da ist mir sofort dieses Bild eingefallen, wenn man, und diejenigen, die was mehr reisen, wissen es vielleicht eh, wenn man in Ländern reist, wo die Bauern nicht mehr so aktiv sind. Ich war mal vor Jahren in Litauen, das waren nur Brachen, da ist nur irgendwie dürres Gras gewachsen, kilometerlang. Und so wird es bei uns wahrscheinlich auch ausschauen. Die Almen würden verweiden, also zuwachsen mit den Sträuchern, wie es zum Beispiel in der Schweiz auch passiert. Da werden die Almen auch ganz viel nicht mehr gepflegt. Da wächst es einfach zu dann. Und die Wiesen werden einfach zu wilden Präriegräsern. Genau. Also da gebe ich dir voll recht, dass der Bauer auch unter anderem Landschaftspfleger ist. Und die Menschen aus der Stadt oder nicht nur aus der Stadt, die gehen dann raus in die Natur und genießen das, aber dass da ganz, ganz viel der Bauer dahinter steht, das sind sie sich, glaube ich, nur zu wenig bewusst. Genau, mir ist auch immer wichtig, das nicht nur alleinig an den Staat abzuschieben mit Förderungen, weil es ist immer ein bisschen eine Falle für beide Seiten, weil dann lernt sich der Konsument zu sehr zurück und der Staat soll machen und der Staat soll subventionieren und schimpft, ja, der Staat gibt keine Subventionen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne für sich, auch wenn es nur ganz was Kleines ist, einfach aktiv wird, qualitative Lebensmittel kauft beim kleinen Bauern. Es gibt ja ganz viele verschiedene Projekte schon, von den Food Coops über verschiedenste Kooperationen, über Hofläden. Genau, da gibt es ganz viele Angebote eigentlich schon, wo es einfach gut wäre, wenn die viel mehr genützt werden. Und da muss ich gleichzeitig aber auch für die Bauern sprechen, dass sie die auch auf dem Acker machen. Und auch offen
werden für solche Sachen, für solche Kooperationen. Weil wenn nur die Konsumenten schreien nach mehr Qualität, dann ist es auch zu wenig, weil der Bauer muss ja das dann auch, die Lebensmittel auch produzieren. Und es ist auch zu wenig von den Konsumenten, nur laut zu schreien, wir wollen bessere Qualität oder wir wollen Bio viel mehr. Mit dem darf der Bauer nicht allein gelassen werden, weil die Rechnung geht nicht auf, wenn man nur nach Bio schreit, sondern da muss, man muss wirklich der Konsument und der Bauer, die müssen einfach wieder mehr zusammenrücken und gemeinsam sie schauen, wie, wo sind die gangbaren Wege, dass wir wirklich Qualität einbringen in unsere Lebensmittel. Genau, weil wer die Lebensmittel einmal kennt, so wie es du zuerst beschrieben hast, den Duft, den Geschmack, das hängt ja mit allen Sinnen, spielen da mit, der tut eben, wie du gesagt hast, Roman, schwer, dann im Supermarkt einzukaufen. Genau so soll es sein, weil dann schätzt man das wirklich in der Form wert, dass man dann sie wirklich am Acker macht und schaut, wo kriege ich denn solche Lebensmittel her, was braucht der Bauer ums Eck, damit er solche Lebensmittel produzieren kann. Braucht er vielleicht einmal ein paar Stunden Mithilfe, wobei, ja, ein paar Stunden ist wahrscheinlich auch noch zu wenig. Oder braucht er mal Anschubfinanzierung für irgendwas, was auch immer. Aber einfach, dass man wirklich gemeinsam die Verantwortung übernimmt. Ich bin vor kurzem mal draufgekommen, dass in dem Wort Verantwortung die Antwort drinnen steckt. Und das hat mir total gut gefallen, weil für mich ist dieses Gemeinsame, die Verantwortung zu übernehmen, die Antwort auf die Frage, wie man es schaffen kann, dass wirklich die Bauern auch umstellen können, umstellen auf ökologisch nachhaltig, auf die Produktion qualitativer Lebensmittel. Also es ist für mich wirklich die Antwort, da gemeinsam zusammenzurücken und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, dass keiner den anderen allein lässt. Roman, ich gebe dir nochmal das Mikrofon. Das war ja eine schöne Antwort. Ja, die Idee mit diesen so Projektgemeinschaften, von den Bauern aus organisiert, involviert natürlich mit den Stottlern, ja. Es gibt da so, auch das alte Wissen, was in den Bauern steckt, ist so wichtig, dass das nicht ausstirbt. Beispiel, der Ken Jebsen hat ja zum Beispiel den Erwin Thoma mal interviewt. Ich meine, das ist zwar ein Förster, aber ein Förster und ein Bauer haben auch viel Gemeinsamkeit, meiner Meinung nach. Der hat jedenfalls das alte Wissen noch, wann muss ich Holz schlagen, damit es nicht brennt? Wann muss ich Holz schlagen, damit es auch nicht vermodert und so Sachen, ja? Oder andere Bauern, die was noch die Zäune da richtig bauen können und so Sachen. Da gab es schon viel interessierte Stottler, die was auch Geld, glaube ich, ausgabten, um sie sowas anzulernen. Solche Projekte gehen mal besser, mal schlechter, das ist mir eher bewusst, machen Gebieten vielleicht träger als woanders da. Aber das schon lange nicht, dass man das alte Wissen auch nicht aussterben lässt. Das ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Und das mit dem Geschmack möchte ich vielleicht nur also eine Anekdote geben, was meiner Oma gar nicht bewusst ist. Ich habe einmal zu meiner Omi gesagt, dass ich den besten Salat mache. Die kommt aus der tiefsten Steiermark, ist sie daheim. Und dann sagt sie, ja, was denn, ich mache da auch nur Öl, Wasser, Salz rein und dann Essig. Und sage ich, ja. Aber dein Salat und deine eigene Liebe, was du da eingibst, und der Salat, den du da anbaust, dieser andere Salat, ja. Darum ist das der beste Salat, den ich bei dir essen kann. Aber zurück zum alten Wissen. Du hast gesagt, der Bauer ist so viel mehr. Er ist ein Tischler, er ist ein Maurer, er ist ein Mechaniker. Man kann so viel von einem Bauern lernen. Und das alte Wissen wird doch einen Städter doch animieren, mitzuhelfen, weil er davon eben Wissen erlangt und dabei gleichzeitig mithilft.
Ja, und genau das soll unser Angebot vom Windisch Bauernhof sein. Und wir sind da am Weg und wir freuen sich voll, wenn das auch aufgeht, dass wir wirklich ja dieses alte Wissen bewahren können, weitergeben können. Das tat uns total gefreuen. Zum Beispiel ist so die Idee einfach, also vielleicht kennen manche diesen Wetterhansl, der was einfach auch nur aus der Natur das Wetter lesen kann. Das ist einfach auch was, was in Zeit des Internets auch ganz verloren gegangen ist, dass man wirklich in die Natur ausschaut und sagen kann, wie das Wetter sich heute entwickelt oder wie es morgen wird oder so über den Sommer. Und da gibt es voll gute Anzeiger und Anzeichen. Und genau solche Dinge, das ist uns ein ganz großes Ziel auch von uns, möchte man einfach auch wirklich Menschen zugänglich machen. Gleichzeitig muss ich wieder ansprechen, die Bauern haben ganz viel altes Wissen, da bin ich ganz bei dir und würden das auch gern weitergeben. Dieses Bindeglied oder diese Verknüpfung zu schaffen, dass dann wirklich das stattfindet, dass die Menschen, die das interessiert oder die Städter, dass die wirklich den Weg zum Bauern finden und sie wirklich auf dem Weg machen zum Bauern und dass der Bauer auch die Luft und die Möglichkeit hat oder den Rahmen, das weiterzugeben, da muss man nur ja, erfinderisch sein oder Ideen haben, wie das gut aufgehen kann, weil dass der Bauer nur das Marketing nur dazu macht und ja. Das ist irgendwann ist einfach die Decke erreicht. Das merke ich bei uns einfach auch. Wir haben ganz viele Ideen. Viele unserer Angebote sind schon am Laufen, auf die möchte ich vielleicht näher noch ein bisschen eingehen. Aber dann einfach wirklich das zu schaffen, die Menschen, die das interessiert, dann auch wirklich herzukriegen. Das ist sehr herausfordernd, wenn nicht sogar überfordernd, weil da muss man einfach dann nur Marketing und Internetgenie in einem auch noch zusätzlich sein und dann wieder Geld auftreiben für die verschiedenen Projekte. Und da sind einfach Menschen gefragt, die was Lust auf sowas haben, sie da auch für die Bauern, für das alte Wissen, für diesen Mehrwert, was auf dem Bauernhof erlebbar werden kann, einfach auf die Schiene schmeißen, sage ich jetzt einmal. Weil es ist wichtig, dass wir vom Reden ins Tun kommen. Und das habe ich auch am Pfingstsymposium gehört und gesehen, wie gut das tut und wie viel das bewegen kann. Einfach vom Reden ins Tun kommen. Weil ganz viele Menschen, wenn man so verzählt vom Hof, vom Verein, man voll klasse, voll super und da kommen wir mal vorbei. Aber der Prozentsatz, die was wirklich kommen, wirklich mitmachen, wirklich unterstützen, der ist so minimal. Und da würde ich mich freuen, wenn es irgendeine Wachrüttelung gibt im Sinne der guten Lebensmittel, im Sinne der guten Gemeinschaft für ein gutes Leben, im Sinne der Natur. Dass man die einfach auch wieder mehr schützt. Also, das ist vielleicht schon ein bisschen, wirkt, hört sich vielleicht todroschen schon an, diesen Naturschutz, aber das ist wirklich wichtig, weil wir sa sägen am eigenen Ast, indem dass man einfach da immer wieder, also die Bauern und die Konsumenten, da gehören wir alle zusammen, sage ich jetzt einmal. Und so, dass man da vorne gerissen. Genau. Ja, das ist einfach wirklich ganz gut, wenn die Menschen von der Stadt eingefangen werden mit guten Ideen. Mei, was ich so gemerkt habe, beste Einstieg oft sind für die Städter die Kräuterwanderwege, was oft so die Landwirte anbieten.
Und dann ergeben sich dann nachträglich oft die anderen Sachen, weil dann sind sie dann am Hof und dann dann die Kräuter so sortieren, dann schaut die Frau oft so zu einer Stickkunst zu, und dann kommen die Stickgespräche, mit der Bäuerin ins Gespräch wird das gelernt, der Mann schaut sich den Traktor dann an und dann kommt die Mechaniker in den Bauern zum Vorschein und dann wird da wieder Interesse geweckt. Ich habe schon gemerkt, durch die Kräuterwanderwege, die steht am meisten, das interessiert sie, weil es am einfachsten für die Anwendung ist. Und dann verknüpfen sie die restlichen Sachen alle so gut zusammen. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz eine Geschichte erzählen. Gestern waren Menschen oder Mitglieder bei uns am Hof und eben der Mann, der hat schon den ewigen Kindheitstraum gehabt, einmal Traktor fahren. Und der ist ihm gestern in Erfüllung gegangen. Und das war so schön, ihm einfach zuzuschauen. Er hat das Glück so richtig im Gesicht stehen gehabt. Das war wunderschön. Und genau solche Momente wollen wir einfach am Windisch Bauernhof ermöglichen. Einfach diese Kindheitserlebnisse wieder aufflammen lassen, diese Erinnerungen, beziehungsweise für die Kinder, die was das vielleicht nicht kennen, ermöglichen. Also ich bin selber auf dem Bauernhof aufgewachsen und für uns war der Bauernhof einfach ein einziger großer Spielplatz. Das war herrlich. Und genau dieses, ja, ich bezeichne es jetzt einmal als Lebensglück, möchte man einfach den heutigen Kindern auch vergönnen. Weil das ist wirklich am Aussterben bedroht, dass die Kinder da im Heu um und umhupfen können, zu dieser Sau oder zu den Schwendeln einfach zugehen können, einige können. Einfach diesen Kontakt, wenn unser Verein heißt, der Verein zur Förderung der Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur. Und da ist es natürlich an oberster Stelle, dass man da einfach auch die Verbindung wieder aufbaut und durch solche Erlebnisse einfach auch. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich bin ja auch ländlich aufgewachsen. Wir sind, also mit dem Fahrrad durften wir 7, 8 Kilometer fahren und haben uns die Kuhmilch abgeholt, haben dann am Wochenende in der Scheune sogar geschlafen und dann hat es mächtig gejuckt. Aber Freude und Spaß hatten wir da ganz, ganz enorm. Ich möchte nochmal auf den Sendeplan kommen. Also, du hast jetzt hier gerade schon einiges angesprochen. Der Verein Windischbauer, was heißt Sauwohl Patentschaft und der Gemeinschaftsgarten Eden, Bauernhofzeit? Okay, die Bauernhofzeit kann ich mir vorstellen. Vielleicht gehen wir noch mal auf diese Worte ein. Genau, die Sauwohlpatenschaft, oder ich fange vielleicht zuerst mit dem Garten Eden an, weil das war unser erstes Projekt, mit dem wir begonnen haben, ist ein Gemeinschaftsgarten. Begonnen haben wir einfach vom Konzept her so, dass wir bei unserem Hof eine Fläche hergenommen haben, und im Anschluss haben wir einfach Menschen begeistert oder gesucht, die was miteinander sie übers Jahr, also ein Jahr lang von März bis März, gemeinsam selbst versorgen wollen. Und dann haben wir eben, wie dann die Gruppengröße gestanden ist, haben wir einfach den Ansatzplan je nach Größe gemacht und haben uns ein bis zweimal in der Woche getroffen und haben wirklich so durchs Gartenjahr sind wir gemeinsam gegangen, haben gemeinsam angesät, gepflanzt, gepflegt, geerntet, bis hin zum gemeinsamen Einmachen vom Sauerkraut, von Zucchini, Tomatensauce. Also das haben wir wirklich am Hof dann auch gemeinsam alles eingemacht und auch gefeiert beim Grillfest. War eine wunderschöne Zeit, das haben wir ein paar Jahre lang gemacht. Nach dem dritten Kind war für mich dann klar, das schaffe ich nicht mehr, diesen Spagat, da eine Jahresgruppe durchs Gartenjahr zu leiten. Jetzt haben wir es ein klein wenig umgestellt. Jetzt können Menschen einfach am Hof aus der Nähe im Gemeinschaftsgarten Eden sie einfach 20 Quadratmeter für sich einfach in Anspruch nehmen. Wer mag, kann mehr Quadratmeter haben, also 30 oder auch weniger, wenn man das Gefühl hat, das ist zu viel. Je nachdem, ob man wirklich sich selbst versorgen will oder einfach nur so einen Naschgarten. Genau, und die Menschen, die jetzt bei uns sind, die Mitglieder,
die kommen einfach eigenverantwortlich und pflegen ihre eigenen Quadratmeter. Und durch den Gemeinschaftsgarten vorher ist einfach schon ein ganz toller Rahmen entstanden. Das heißt, wir haben ein Gewächshaus, wo jetzt die Tomaten, die Auberginen, die Melonen etc. drin wachsen. Dann die Kräuterbeete, die Nutz- und die Heilkräuter, die haben wir gemeinsam. Auch die Kartoffel bauen wir gemeinsam an und ernten wir auch gemeinsam. Die werden dann bei uns am Hof im Erdkeller eingelagert im Herbst. Genau, da wo wir gut gemeinsam was machen können, das möchte man natürlich beibehalten. Aber es ist ein bisschen individueller geworden, also was mir ein bisschen entlastet hat. Und es ist total schön, wenn man einfach die Leute dann beim Garteln zuschauen kann, was für Freude das haben, wenn sie einer Gemüse außer ernten. Jetzt geht es ja schon so los mit den ersten Sachen. Fenchel, Kohlrabi, Tomaten, schon die ersten Gurken, Zucchini, genau. Ja, und ich gebe natürlich dann auch immer wieder so mein Garten-Know-how weiter, das, was ich heute über die Jahre gesammelt habe, über natürliches Gärtnern. Wir haben wirklich einen Naturgarten. Es ist ein recht tolles Ökosystem und eine ganz gesunde Gartenerden bei uns. Und wie man dieses Ökosystem aufbauen und erhalten kann, das gebe ich einfach immer wieder weiter, wenn wir uns im Garten treffen. Genau. Das ist halt ein hauptsächliches Angebot für Menschen aus der Region, die was halt wirklich vor Ort dann einer Gemüse anbauen wollen. Letztes Jahr haben wir also Gartensprechtage gehabt, einmal im Monat, wo wir einfach dann Infos einfach über naturgerechtes Garteln weitergeben haben. Ja, die Savol-Patenschaft, das war dann so das nächste Projekt am Windischbauernhof. Und so hat es immer weh dann, die Schweinderl drinnen zu beobachten. Und wir haben dann einmal in Deutschland einen Metzger kennengelernt, der was uns von dem Projekt der Sauwohlpatenschaft erzählt hat. Und wir haben das dann für uns umgemünzt. Und das haben dann quasi die Sau rauslassen. Genau mit diesem Betreff habe ich das erste E-Mail weggeschickt. Wir lassen die Sau raus. Genau, daraufhin haben sie gleich ein paar zurückgemeldet. Und wollten natürlich dann auch Fleisch von diesen glücklichen Schweinen haben. Mittlerweile ist es ein Tier- und Umweltschutzforschungsprojekt worden vom Verein. Und wo wir auch nach wie vor Menschen suchen, die was einfach ein Teil von diesem Projekt sein wollen. In Form, also in der Form, dass sie eben eine Patenschaft übernehmen. Da zahlt man im Jahr 168 Euro Jahresbeitrag für die Patenschaft und ist dann gleichzeitig Forschungsteilnehmer. Wir forschen so Sachen wie, was Schweine brauchen, damit sie sich wohlfühlen, was diesen urwüchsigen Geschmack vom Schweinefleisch eigentlich ausmacht, bis hin, wie sich dieser Genuss von dem Schweinefleisch aus der artgerechten Freilandhaltung einfach, wie sich das positiv auf den Menschen auswirkt. Genau. Und diese Paten kriegen dann einfach dreimal im Jahr so 5 Kilo Frischfleischpaket von den Schweinen. Also wir schauen quasi vom Verein, dass sich die Schweine bei unserem Hof sauwohl fühlen. Darum haben wir es auch so genannt, die Sauwohlschweine. Genau, also sie sind das ganze Jahr draußen, gehen uns auf die Weide raus, auch im Schnee nützen sie es, taugt einer total. Gerade heute habe ich einer wieder frisch die Sule einlassen, damit sie sich auch suhlen können, wenn es zu heiß ist. Sie haben ein Strohnestel, wo sie sich reinkuscheln können. Sie werden mit Getreide und mit Gras und Heu direkt vom Hof gefüttert. Und all diese Komponenten wirken sich einfach total auf den Geschmack und auf die Qualität des Fleisches aus. Und dieses Fleisch kann man dann als Pate, als Patin auch beziehen, sag ich jetzt, oder hat man Anspruch darauf, eben in Form von diesen 5 Kilo Paketen dreimal im Jahr. Also wenn da wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen,
am Projekt teilzunehmen und einfach da wirklich auch so eine Sau-Wohl-Patenschaft zu übernehmen. Ich denke, irgendwo wird eh unser Kontakt aufscheinen. Ja. Dies zu den Sau-Wohl-Schweinen. Kannst du mich die vielleicht nur ergänzend dazu sagen, was natürlich auch ein wichtiges Ziel ist beim Projekt, einfach, dass man die Schweine besuchen kann, dass man wirklich auch sieht, wie die Schweine aufwachsen. Und das sind für uns auch immer einer von den schönsten Momenten, wenn die Leute wirklich kommen, zu den Schweinen reingehen, die Kinder mit ihnen dann Fanger spielen. Letztens waren wir beim Vereinshoffest, waren wir auf der Sauweide draußen mit einigen Mitgliedern. Da haben dann die Schweine die Schuhbänder aufgemacht von den Mitgliedern und Paten. Das war recht nett. Das sind dann immer ganz, ganz nette Begegnungen zwischen Schweinen und Menschen. Genau, und auch immer dann diese glücklichen Gesichter zu sehen. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht mehr so leicht möglich ist auf den herkömmlichen Bauernhöfen, weil da geht der, ich will jetzt nicht sagen der Trend, aber da geht einfach das alles in die andere Richtung, dass das, die Schweinetür muss versperrt werden, damit da keine Keime eingeschleppt werden, weil die Schweine schon so hoch gezüchtet sind, dass sie umfallen, wenn sie da fremde Keime kriegen. Also es ist wirklich gesetzlich verordnet, dass man da Schilder anbringen muss, dass da keiner reingeht. Also das geht komplett in die andere Richtung. Und ich kann mich an meine Kindheit einfach erinnern, wo ich bei die kleinen Fackel drinnen gelegen bin, unter der Wärmelampe, die Schweinderl abrichten wollte. Also es sind einfach ganz viele schöne Momente. Und die möchten wir einfach ermöglichen, den Erwachsenen wie auch den Kindern, diese Begegnungen. Genau, das ist auch ganz ein wichtiges Ziel hinter dem Projekt der Sauwohlpatenschaften. Genau, also wie gesagt, jeder ist herzlich eingeladen. Wir haben Sauwohlpaten bis Wien, an die Grenze zu Deutschland. Also man muss jetzt nicht unbedingt in nächster Nähe wohnen, um das da mitmachen zu können. Man kann natürlich auch Pate werden, ohne Fleisch sich abzuholen, indem dass man einfach das Projekt unterstützt, einfach und den Patenschaftsbeitrag, den Jahresbeitrag auch so bezahlt haben wir auch. Also es geht in vielerlei Richtungen. Ja, und dann das dritte Projekt, was in dem Sendeplan steht, ist die Bauernhofzeit. Da können Sie vielleicht manche was vorstellen. Da geht es einfach wirklich darum, Zeit am Bauernhof zu verbringen, mit der Familie, mit dem Partner, der Partnerin und auch wirklich da einzutauchen in diesen bäuerlichen Alltag. Was uns immer ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, wir wollen Bauernhof ungeschminkt zeigen. Also wir wollen keine hochtrabenden Angebote machen und stellen, sondern wir wollen wirklich den Menschen ermöglichen, dass sie Bauernhof so erleben, wie Bauernhof ist, den Alltag. Genau, das ist uns ganz wichtig. Aber da, dieses Projekt ist nur am Aufbauen. Da braucht es einfach auch nur einige Möglichkeiten zum Durchlaufen. Aber wenn wer zum Beispiel einen Wohnwagen hat oder ein Zelt, die Menschen sind schon herzlich eingeladen. Wir haben auch ein Gästezimmer am Hof, also diese Sachen kann man schon nützen. Ja. Und da wollen wir einfach wirklich dann auch das ermöglichen. Auch, und vor allem auch dieses Bauernwissen, von dem wir zuerst gesprochen haben, einfach auch weitergeben. Mein Mann, das ist immer total schön, der hat so ein tiefes Wissen über die Natur und wie die Dinge zusammenhängen. Und es ist immer so schön, ihm zuzuhören, wenn er da so in die Tiefe geht, weil man von all den Dingen oft gar nicht weiß. Also das sind Dinge, die was man im Fernsehen oder im Radio gar nicht erfährt. Und da muss man einfach wirklich ausgehen, in die Natur beobachten, wahrnehmen. Genau. Und das Schöne daran ist dann natürlich, dass die Leute erkennen dann unterm Strich diese Fülle oder diese Schönheit, die was es in der Natur gibt. Weil dann erst, wenn sie das wirklich spüren im Herzen, wie schön das, die Natur eigentlich ist, wie vielfältig, dann entsteht auch sowas wie hohe Wertschätzung und auch Dankbarkeit. Und ich glaube, genau zu dem Gefühl müssen wir hinkommen, dass wir wirklich uns in Bewegung setzen,
da aktiv auch was zu tun, die Natur zu schützen, die Bauern zu schützen, ja. Du hast das so schön gesagt, Bettina. Bettina Windischbauer. Und ich habe so viel jetzt wieder gehört. Ich kenne dich jetzt persönlich auch. Und wenn du einen schönen Banner hast, den möchte ich dir auf OkiTalk einfach geben für dein Projekt, für deinen Bauernhof und möchte nochmal für die Zuhörer bekannt geben, www. so heißt das, panoramalandwirtschaft.at. Und da kommt ihr direkt zu diesen tollen Hof mit diesen tollen Inhalten, eine Frau, ein Bauernhof, so empfinde ich. Herz für Tiere, Pflanzen, Natur, Umgebung. Ja, einfach toll. Liebe Bettina, eine kleine Musikpause haben wir uns, denke ich, verdient, oder? Auf alle Fälle. Hast du da jetzt einen speziellen Song, den wir einspielen sollen von dir, den du mir geschickt hast? Du kannst gern die Nummer von SDS nehmen, weil es einfach auch darum geht, nicht leise zu sein, sondern aufzustehen. Genau. Das heißt, SDS nicht, sondern das ist, wie heißt es, I am here, I am B, Good Company, ist das das? Nein, schon SDS, genau. Ah, SDS, alles klar, dann machen wir das doch. Und ich sag, wir sind gleich wieder da in 4 Minuten. Und ja, ich fand es bisher wunderbar. Also Musik ab, bis gleich. Ja, und dann sind wir wieder zurück. Ja, Sie wissen alles besser. Hast du einen guten Song ausgesucht, liebe Bettina? Ihr seid bei Bettina Windischbauer. Und nochmal die Homepage dazu, www.panoramalandwirtschaft.at. Alles zusammengeschrieben, ohne Bindestrich oder irgendwas. Findet man ganz, ganz schnell im Internet. Ja, Bettina, wir haben jetzt schon einen schönen Ausflug gemacht bei dir heute Abend und ich muss sagen, das liegt mir wirklich am Herzen, die Inhalte vor allem, die du heute schon bekannt gegeben hast, die sind einfach schön zu hören. Man sie hört aber auch heraus, dass ein Druck da ist und das kann man auch sehr gut verstehen. Die Veränderung liegt in uns selber, das Machen. Ich sage immer, wir haben schon so viele Jahre, Jahrzehnte lang viel, viel geredet. Die Eigenverantwortlichkeit ist ja das, was wir verstärken sollen dürfen. Liebe Zuhörer, habt ihr auch Gedanken heute Abend? Dann kommt in den Warteraum rein und wir freuen uns auch auf eure Fragen. Und das Telefon habe ich ja vorhin schon bekannt gegeben. Einfach unter Sendungen schauen, dann könnt ihr uns auch anrufen. Herausforderung, Überforderung bei der Umstellung auf ökologische, nachhaltige Feldwirtschaft. Da haben wir schon, ja, haben wir schon drüber gesprochen, richtig? Ganz kurz, zu Beginn haben wir schon ein bisschen gesprochen, genau. Ja, der Wunsch ist das eine, aber die Umsetzung ist dann das andere, muss ich ehrlich dazu sagen. Im Herzen sind wir schon lang Öko-Bauern, sage ich jetzt einmal. Aber jetzt wirklich ein Acker, ein Feld oder dann mehrere in dem Fall, wirklich auf ökologisch nachhaltig umzustellen, so dass die Nebenwirkungen nicht irgendwie überrollen. Das braucht wirklich ein gutes Konzept und auch eine mehr Arbeit entsteht dadurch und weniger Einnahmen oftmals. Genau, und das wirklich dann zu schaffen, ja. Das überfordert manchmal. Was meine ich damit? Uns war es wichtig, einfach mit den Spritzmitteln aufzuhören. Wir haben da begonnen, einfach das so weit als wie nur geht runterzuschrauben. Natürlich, wenn man mit den Spritzmitteln aufhört, wächst Unkraut. Das heißt, es braucht einfach dann bodenbearbeitungsmäßig einfach ein durchgeklügeltes Konzept, wie man das einfach dann auch umsetzt. Es kommen Disteln, es kommt Ampfer, also jeder, der was einfach diesen Weg geht oder gegangen ist, weiß einfach, von was man redet. Und man muss dann einfach auch wirklich stundenlang, tagelang in den Acker oder auf den Wiesen einfach dieser ausstechen.
Und die Zeit geht natürlich dann auch woanders ab. Und wenn mehr Unkraut oder die Biobauern sagen eigentlich Beikräuter wachsen, dann hat natürlich die Hauptfrucht weniger Energie und kommt da weniger raus. Genau, und das ist dann wirtschaftlich einfach dann auch nicht mehr so ertragreich, sage ich jetzt einmal. Und da muss man dann einfach wirklich schauen, wie schafft man diese Umstellung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir es ganz viel einfacher vorgestellt, als was es dann wirklich ist. Und in den letzten Jahren haben wir dann uns wirklich mehr damit beschäftigt und sind jetzt da auf hoffentlich eine gute Methode gekommen der ökologischen Bodenbearbeitung, nämlich mit einem Dammpflug oder Häufelpflug auch genannt. Dieser spezielle Ackermaschine, die was den Boden einfach extrem gut durchlüftet, lockert, dann kann man einfach, also man häuft die Erde quasi auf, wie viele kennen es von den Kartoffeln, ein Fronerl, vielleicht kennen manche den Dialektausdruck. Das sind so kleine Hügel und das Getreide oder jegliche Fellfrucht wird dann auf diesen Reihen oder Rollen einfach auch anbaut. Genau. Und man kann dann auch dazwischen, zwischen den Reihen mit diesem Dampfflug super durchfahren und einfach auch die Beikräuter einfach auch gut beseitigen. Da hoffen wir jetzt einfach wirklich einen gangbaren Weg gefunden zu haben, um endlich einfach auch den Acker fit zu machen, da umzustellen. Und natürlich so, jedes Mal, wenn man eine neue Maschine braucht, braucht man natürlich auch die finanziellen Mittel dazu, das umzusetzen, die wir im Moment nicht haben. Und das haben wir zum Beispiel, habe ich dann beim Pfingstsymposium den Mut gefasst, das einfach auch wirklich auch offen darzulegen. Und haben wir einfach schon mal einen Teil von diesem Geld, den wir einfach auch dann brauchen dafür, für diese Maschine, gekriegt. Genau. Und da ist mitunter auch heute der Aufruf, wenn es Menschen gibt, denen auch das wichtig ist, dass Bauern die Umstellung schaffen, dass sie einfach auch wirklich auch bereit sind, Geld zu geben. Wir haben dafür den Vermögenspool ins Leben gerufen. Das ist ja auch ein Konzept von Markus Distelberger. Das war der Jurist, der den Heini Staudinger begleitet hat damals bei seiner FMA, weiß nicht, ob man Krise sagen kann. Genau. Und da war ich eben damals in der GEA-Akademie, das war Seminar und haben wir das mal angeschaut und dieses Modell hat mir total gut gefallen und das haben wir mittlerweile für uns, für unseren Windischbauernhof, haben wir das ins Leben gerufen, denn Geld schafft Werte, Vermögenspool, weil einfach, wenn ich sinnvoll Geld gebe, dann schaffe ich einfach einen nachhaltigen Wert und in dem Fall war das zum Beispiel der Wert dieser Ackermaschine, mit dem man dann wirklich ökologisch den Boden bewirtschaften kann. Das Ganze funktioniert so, dass einfach Menschen, die was gerade gehört haben, das was nicht unbedingt jetzt brauchen, das was vielleicht auf der Bank liegt etc., einfach Geld in den Vermögenspool reingeben. Wir investieren mit diesem Geld in wirklich sinnvolle, nachhaltige Projekte. So eben wie die Dinge für die Umstellung auf die ökologisch nachhaltige Feldwirtschaft, im konkreten Fall jetzt konkret für die Maschine, dann in weiterer Folge auch für Futtergetreide, falls der Ertrag einfach aufgrund von Wettereinflüssen oder weil einfach doch der Unkrautdruck dann zu hoch ist, falls dann der Ertrag dann zu wenig ist für unsere Sauwohlschweine, dass man da einfach auch dann biologisches Futter zukaufen kann für die Schweine, dann auch für die Instandhaltung und Verbesserung der Stallungen, der Weiden. Unser Ziel ist es einfach auch, dass die Mutterschweine
einmal draußen rumlaufen können mit einer Ferkel, damit sie die auch von vorn bis hinten sehr wohl fühlen können. Genau, für all diese Dinge braucht es einfach Geld. Und wenn es Menschen gibt, die Geld in sinnvolle, nachhaltige Dinge investieren wollen, dann würde es uns natürlich freuen, wenn sie das in den Vermögenspool, in den Windischbauernhof Geld schafft, Werte, Vermögenspool reinfließen lassen. Und das Geld kann natürlich auch wieder rausfließen. Also nicht so, dass man nur Geld gibt und das ist dann da drinnen, sondern wenn es wieder Zeiten gibt, wo man das Geld wieder braucht, dann kann man das aus dem Vermögenspool wieder rausholen. Genau. Und das ist quasi ein fließendes Geld. Auf der einen Seite fließt das Geld rein, mit dem Großteil davon werden Werte geschaffen, wird investiert. Und auf der anderen Seite kann Geld wieder rausfließen. Genau. Wer da einfach nähere Infos dazu haben möchte, der Kontakt, den findet man über die Homepage. Uns würde es freuen. Es gibt natürlich dann auch Früchte. Also wir nennen es bewusst nicht irgendwie Zinsen, sondern das sind dann die Früchte. Und das sind einfach dann wertvolle und mit Liebe erzeugte Lebensmittel vom Hof. Entweder Fleisch von den Sauwohlschweinen oder andere Naturschätze vom Hof. Da haben wir eine sehr breite Palette. Oder die Möglichkeit an verschiedenen Angeboten vom Hof, also über die Bauernzeit einfach auch schon angesprochen, dass man da eintauchen kann. Ja, es gibt da immer wieder Kurse, zum Beispiel Sauerkraut einmachen, haben wir schon jetzt ein paar Jahre gemacht, oder Suppenwürze machen. Dann war mal ein Obstbaumschnittkurs, weil wir auch einen riesen Obstgarten dabei haben. Ja, und was uns halt noch alles in den nächsten Jahren einfällt. Also da wird es sicher noch ganz, ganz viel geben an Angeboten. Genau, es ist vieles in Aufbau. Und all dies sind einfach dann auch, können die Früchte sein für das Geld, was man in den Vermögenspool vorübergehend fließen lässt. Aber wie gesagt, für nähere Infos bitte einfach direkten Kontakt aufnehmen. Ja. Was mir so gut gefällt, ist einfach so, ich entscheide, was mit meinem Geld passiert. Und das ist heutzutage, man trägt das Geld auf die Bank, da liegt es und man hat ganz oft nicht den Durchblick, was für Dinge da dann, wo das Geld dann arbeitet. Und ganz oft arbeitet das Geld nicht für Sachen, die was man eigentlich unterstützen will. Und bei unserem Vermögenspool ist es einfach so, ich entscheide, wo mein Geld wirkt. Ich entscheide, was mein Geld bewirkt. Also ist auch der Infofluss einfach, ich weiß, was mit meinem Geld passiert und ich weiß, da wird wirklich was Gescheites gemacht damit, was Nachhaltiges, was Zukunftsfähiges oder Enkelkindertaugliches wird da bewirkt. Ich kann was bewirken mit meinem Geld. Und ich entscheide mich mit meinem Geld, unsere Welt positiver und sinnvoller zu gestalten. Und das finde ich einen total schönen Ansatz, wenn man damit einfach auch die Welt gestalten kann. Ja? Ja, das hast du auch sehr schön gesagt. Und es ist auch ein guter Weg, den man hier verstehen kann, Roman. Wie siehst du dieses Thema gerade, die Finanzen, das Geld? Das hat sie toll gesagt, fand ich. Ja, wirklich sehr, sehr toll. Also der aller Anfang ist öfters nicht leicht. Es ist halt leider so. Wie du zum Beispiel so angesprochen hast, ja, von Ökologie umzusteigen, wie schwierig das alles ist. Das kann ich ganz gut verstehen, wie du es so erklärt hast. Mit den Maschinen. Ich hab da so ein Bild im Kopf. Umso mehr Hände man hat dann zur Verfügung als Helfer, ja, umso mehr kann man die Maschinen dann ersetzen. Maschinen sind ja auch wieder ein Problem mit, wie der Boden dann kompakt presst wird. Drum war es für mich so eine Erleuchtung, muss ich schon richtig sagen, wie man auch einmal wirklich gezeigt hat, wie man ein Hügelbeet baut, ja. Früher denkst du, ja, da schüttest die Erden auf und pflanzt oben an, aber der grabt da einen Gruben aus, hat dann die Äste und Baumstämme und Stauden eingelegt, dann die Grasziegeln drüber baut, dann erst wieder die,
die Humusschicht mit Stroh bedeckt, das ist so genial gewesen. Also mir hat der Schlag getroffen, wie geil das wirklich ist. So schafft man auch wieder mehr Fläche, Landfläche. Mit einer Maschine kommst du natürlich nicht drüber, aber wenn du dann Landfläche gewonnen hast. Ja. Aber wie gesagt, umso mehr Helfer Handy man hat, dann schafft man es dann regional zu versorgen. Dann braucht man immer so als Landwirt hoffen, ja, kann ich jetzt was noch außerhalb für Gewinn erzeugen mit dem Verkauf. Dann ist man schon zufrieden, dass man regional ein wertvolles Mitglied ist und man ein Auskommen hat. Man hat dann mehr wie ein Auskommen, wenn die helfenden Hände natürlich wirklich mehr werden. Darum, aller Anfang ist echt schwer. Darum ist da wirklich gut, wenn man tolle Projekte anbietet. Das mit den Hügelbetten ist ja so ein Begriff wie Permakultur, was ich angesprochen habe. Habt ihr da so einige Projekte mit Permakultur oder habt ihr auch schon mal mit Terra-Preta-Mischungen selbst experimentiert, also mit Humus Experimente gemacht? Und du hast ja gesagt, von März zu März sind die alten Projekte gegangen. Das heißt ja, dass ihr im Winter auch was viel zum Anbieten habt, wie man Sauerkraut und so Sachen anbauen, ja. Was gibt's da, mich interessiert einfach, was kann man noch alles lernen nachher, dass die helfenden Hände so umfangreich werden, dass man dann auf Maschinen verzichten kann und mehr zur ökologischen Permakultur hinlaufen kann. Das, was du ansprichst, ist hauptsächlich im Gemüsesektor. Da bin ich voll bei dir. Wir haben uns auch ganz viel auf unserem Weg beschäftigt, eben auch mit Permakultur, mit Terra Preta, mit Bokashi haben wir dann auch selber gemacht und eingebracht. Haben einfach auch wirklich viel uns informiert. Wir haben auch ganz viel Mischkultur, also so, wir haben das Gemüse in den Reihen quasi. Das gefällt uns recht gut von der Gertrud Frank, das System. Weiß nicht, ob das dir was sagt oder auch ein Zuhörer was sagt. Das mit dem fahren wir eigentlich schon recht gut. Hügelbeete oder das, was du jetzt angesprochen hast, jetzt für Getreideproduktion, für die Schweine, weiß ich jetzt so, also ich glaube, das stelle ich mir jetzt schwierig vor. Also von dem, was ich jetzt gesprochen habe, ist einfach auch wirklich die Ackerflächen, wo man dieses Getreide oder das Futter für die Schweine anbauen. Mir ist dann gleich eingefallen, was schon auch wesentlich wäre, wenn man einfach, die Menschen müssten dann auch mehr vom Fleischkonsum runterkommen. Weniger Fleisch, dafür qualitativer, und dann kann man sich einfach über das andere auch mehr Gedanken machen. Eine Lösung jetzt, wie man Getreide oder Futter für Schweine in Permakultur anbaut, habe ich so jetzt, haben wir nicht oder nur nicht. Also da wird es mit den Hügelbeeten, glaube ich, nicht so passen. Weiß ich nicht, ob du da Erfahrung hast. Also im Gemüsesektor bin ich da voll und ganz bei dir und weiß auch, wir haben uns da einiges angeschaut, wie toll das ist, genau. Und unser Ziel ist auch, dass wirklich die Leute wieder anfangen, sich an ihre Gemüse selbst zu zieren. Und da hat man eben dann diese vielen helfenden Hände, weil man nicht mehr für die Menschen das produziert, sondern mit den Menschen. Und das ist bei unserem Hof auch ganz was Wesentliches. Wir wollen nicht für sie produzieren, bis zu einem gewissen Grad damals schon, weil nicht immer überall alle mit dabei sein können oder auch so regional sind. Aber am schönsten finden wir immer dieses gemeinsame Tun, wo du, glaube ich, auch schon recht viel Erfahrung hast. Ja, Moment, ich bin gleich da, mach schnell das Fenster zu, wohne ich am Flughafen Landeplatz. Ja, das ist hier auch live auf OkiTalk. Ja. Okay. Passt schon. Das mit dem Getreide, mit den großflächigen, wo man oft gewisse Hektar braucht, stimmt nicht unbedingt. Man kann ja kleinere Inseln auch gestalten. Und bei den Hügelbeeten kann man das mitunter kombinieren, indem man zum einen einmal die Felder umrandet mit dem Hügelbeet oder, was mir oft noch besser gefällt, Hügelbeet rein mit ineinander legt und zwischen den Reihen vielleicht 2-3 Meter Platz lässt und dann so einen Streifen mit Getreide anlegt. Dann hat man nicht ein Feld, sondern einen Streifen von Getreide. Ist
Natürlich mehr Zeitaufwand, klar, darum sage ich ja, mehr helfende Hände, dann kommt man dahin, sonst ist es unmöglich schwierig, in die Ökologie zu kommen, wenn man großflächig was erreichen will natürlich. Und vor allem hat man dann Höhen- und Tiefenregionen, wenn man so rein aneinander legt, dann kann man dann im Winter auch wiederum die Radieschen dann aus dem Schnee rausholen und so, weil man Temperaturunterschiede von der oberen Hügelbettschicht zur unteren hat. Und da kann man ja richtig gut kombinieren, welche Pflanzen sie dann miteinander doch wiederum vertragen, was sonst bei einem flachen Getreidefeld ja nicht möglich wäre. Weil man dann wieder, ja, dann habe ich meine OMDs und unterm Teil habe ich das zum Anbauen. Und so kann man verschiedene Anbauregionen miteinander vereinen. Aber man hat halt nicht mehr die großen Hektar Anbaugebiete, wo ich sowieso nur bedingt auch gut finde, ja. Ja, wobei zu Futter erzeugen für Tiere braucht es einfach Fläche, weil man muss einfach, wenn man gewisse Tiere hat, gewisse Menge rausbringen und da muss es einfach dann auch ein Stück weit praktikabel sein. Und wir wollen einfach das vereinen, das Praktikable mit dem Ökologischen. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht sagt dir oder den anderen auch diese Streifenkultur was, die in Frankreich ganz viel praktiziert wird, wo einfach wirklich so Getreidefelder, also so Streifen sind und Bäume, Baumreihen dazwischen wachsen. Das gefällt uns total gut. Aber man muss dann immer schauen, wo lebt man, wie schauen die Flächen aus. Also bei uns herum ist es eher so eine Kleinfleckerlwirtschaft. Da ist es einfach nicht umsetzbar mit dieser Streifenkultur. Ist auch hügelig. Etc. Und es ist so, ein Feld gehört uns, ein Feld den Nachbarn und so weiter. Und da sind manche Dinge einfach schwer umsetzbar. Im Gemüsebereich ist ganz, ganz viel möglich. Aber wenn jetzt eine Menge für Getreide, für Tiere schaffen muss, muss man einfach anders an die Dinge herangehen. Aber wir sind offen für vieles. Und ja, und die Zeit ist ja da nicht unbegrenzt. Das heißt, es muss schon von der Ernte her irgendwie realistisch bleiben, dass man das auch schafft. Ja? Weil oft sind dann, wenn man die helfenden Hände nicht braucht, sind es dann vielleicht nicht da und dann muss man es aber trotzdem auch schaffen. Das ist einfach auch unser Alltag. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ohne einer guten, richtigen Lage ist natürlich sowieso einiges schwieriger. Und du kannst dann das mit den Streifen kennen, das hätte ich so mit den Hügelbetten auch kombiniert. Aber wie du sagst, wenn da der Platz nicht da ist, ist es natürlich schwierig. Und ja, jetzt verliere ich gerade kurz den Faden, aber Ich habe da noch was. ja, super, Klaus. Ja, und zwar Bettina, ich habe hier irgendwo bei mir zu Hause eine schöne Karte, so eine große Karte, DIN A3 oder 2 ist es. Und da stehen viele, viele Pflanzen, die zusammen harmonieren und welche man nicht zusammenstellen kann oder sollte. Arbeitet ihr auch damit oder habt ihr so Ansätze damit? Also das nennt man Mischkultur, beziehungsweise eben diese Reinkultur von der Gertrud Frank arbeitet ganz stark nach dem. Das machen wir eigentlich schon seit Anbeginn des Gemeinschaftsgartens. Also zum Beispiel Klassiker ist Karotten und Zwiebel setzt man nebeneinander oder Kraut setzt man nicht neben Knoblauch, also alles was Kohl ist und Kraut setzt man nicht neben Knoblauch und Zwiebel. Das hat den Sinn einfach, dass gewisse Pflanzen gewisse so Art Duftstoffe ausschütten und das wirkt sich dann wiederum auf die Nützlinge oder Schädlinge aus. Genau, also der Zwiebel schüttet Duftstoff aus, die was die diese Fliege, die Möhrenfliege, nicht mag und umgekehrt. Also mit dem arbeitet man ganz viel und erleben auch immer wieder hautnah, wie diese Dinge auch funktionieren. Und das ist einfach auch total schön. Jetzt bei die, also wir beziehen quasi
das Ökosystem mit ein in unserem Konzept. Natürlich macht das am allermeisten Sinn. Beobachten, da man sitzt, oder ein Beispiel von unseren Beobachtungen ist jetzt bei den Kartoffeln, finde ich es so schön, weil wir haben ganz viel immer mit den Kartoffelnkäfern zu tun gehabt, wo man wirklich alle zweiten Tag immer abglaubt, wenn man es eben nicht spritzen will, weil die herkömmlichen sind alle gespritzt, aber wir wollen wirklich qualitative, natürliche, und da muss man einfach dahinter sein und die abglauben. Und wir haben jetzt begonnen, einfach Phacelia, das ist eine so eine Art Gründüngung, die was so lila blüht, links und rechts einfach auch anzubauen. Und das lockt total viel Bienen, Hummeln, Nützlinge etc. Und auch solche Wanzen, die was einfach auch Raubkäfer sind, sage ich jetzt mal, die fressen die Eier von den Kartoffelnkäfern. Genau, das heißt, wir haben da, wir nützen die Tiere, die machen quasi unsere Arbeit, indem dass sie die Eier fressen, oder die Wespen zum Beispiel fressen auch die Eier von den Kartoffelkäfern. Und so kommen wir Jahr für Jahr immer wieder auf was Neues drauf, was sie da einfach in Synergie geht in der Natur. Und das finde ich so schön und ist auch ein Ziel von unserem Garten oder generell vom Hof, einfach diese Naturgesetze kennenlernen und ja, erfahren, erleben. Und so dieses Learning by Doing, das war uns auch immer ganz wichtig, nicht nur so ein kurzes Seminar zu halten, sondern wirklich die Menschen einzuladen, gemeinsam zu garteln, weil durchs Tun und wenn man so durchs Gartenjahr durchgeht, da lernt man einfach am allermeisten. Es geht vielleicht auch manchmal was schief, weil es ist ja jetzt auch das Wetter ganz anders, und da lernt man einfach am allermeisten. Wie verhalten sich die Pflanzen, die gewissen bei heißem Sommerwetter, wie ist das, wenn der regnerische Sommer ist. Und da kann man über die Jahre einfach schon ganz viel, haben wir da einfach schon gelernt, was wir einfach auch jetzt da weitergeben möchten. Und auch einladen möchten, das selber zu erleben. Genau. Es hat auch schon immer wieder gegeben, die was einfach bei uns im Garten ja mitgemacht haben. Und dann haben sie sich einfach fit genug gefühlt, daheim im eigenen Garten. Manchmal rufen sie dann an, was du da irgendwie einen Ratschlag oder so. Mit einer, mit Tees arbeiten wir, also so, oder mit Jauchen. Zur Stärkung der Pflanzen oder einfach auch, wenn, einmal haben wir beim Kraut sehr viele Läuse gehabt, haben wir dann einfach einen Wermuttee, einfach so Spritzungen gemacht. Also man kann ganz viel tun, weil die Natur hat in der Natur für alles ein Heilmittel. Und genauso wäre es mit uns Menschen, wir würden in der Natur für alles einfach ein Heilmittel finden. Aber das Beste wäre die Prävention, dass wir uns einfach schon so gesund ernähren, dass wir einfach Medizin gar nicht erst brauchen. Ja, mir ist gerade so eine Frage entstanden. Man sagt mal, es gibt ja keine dummen Fragen, aber ich bin ja auch nicht der Fachmann. Auf den Feldern wird ja leider immer wieder Dünger und was weiß ich ausgesetzt aufgrund, weil ja dieses Unkraut oder Beikraut, sage ich mal besser, weil Unkraut gibt es ja nicht, eingesetzt wird. Ne? Das ist richtig, oder? Ja, es gibt für alle möglichen Gräser verschiedene Spritzmittel, und wenn das eine nicht wirkt für das Gras, dann nimmt man das nächste Spritzmittel. Genau darum sage ich, der größte Schutz für die Natur wäre, wenn einfach die Bauern umsteigen würden oder umstellen würden. Aber da braucht es eben wiederum die Unterstützung. Ja, verstehe ich. Und es gibt ja auch Pflanzen, die gewisse Kraut, denke ich, in ihrer Umgebung gar nicht zulassen. Auch richtig, habe ich verstanden so. Gut, das bedeutet für mich zumindest, wenn jetzt ein Feld da ist und setzt die richtigen Pflanzen ein, okay, ein Feld ist groß, ne, und dann kommt ja ein Unkraut drauf. Und dann ist es Mehrarbeit, habe ich verstanden, wenn zwischendurch eine Distel ist oder sonstiges ist. Heute kommen die großen Maschinen, ich sage jetzt mal ein Korn, und
nehmen das Korn mit und ist das so schlimm, wenn da mal hin und wieder eine Distel ist oder ein anderes Beikraut ist? Ist das wirklich so eine Herausforderung für den Bauer? Ne, es ist nicht hin und wieder eine Distel oder ein bisschen ein Unkraut, sondern die Natur hat die Eigenart und die ist einfach so geschaffen, wenn da eine freie Fläche ist oder ein nackter Erdboden, die so schnell wie möglich zu bedecken. Und die Kulturpflanze wächst aber dann oft nicht so schnell. Und da gibt es dann natürlich auch Pionierpflanzen, die eine Erdfläche einfach ganz schnell zuwachsen lassen. Und ich habe heuer sogar extra Fotos gemacht von unserem Maisfeld mit dem ökologischen Versuch oder weniger Spritzmittel und dem vom Nachbarn, das was ganz regulär gespritzt ist. Also bei uns hat man den Mais eigentlich gar nicht gesehen. Und der ist auch jetzt, wo er schon gewachsen ist, ist einfach ganz mickrig und also es wächst dann einfach wirklich mehr Beikraut als wie die Kulturpflanze. Das bedeutet letztendlich, dass das Beikraut auch die Kraft der Pflanze wegnimmt. Also das heißt, man möchte natürlich zusehen, dass das möglichst wenig bleibt, dass möglichst wenig Beikraut wächst. Das ist eigentlich das, was das Ziel ist. Sonst würde man ja nicht diese Düngermittel einsetzen. Jedoch die Nebenwirkungen ist dann ein nicht gesunder Boden. Und das sollte doch der Bauer doch wissen. Wenn ein Boden, der wirklich mit Würmern durchtränkt ist, ein gesunder Humus auch dadurch, meine ich, und wie viele Ackerflächen sind brach liegend und dadurch die Qualität der Bausteine des Essens, der Lebensmittel dadurch doch gefördert wird. Ja, Und wir machen es uns dann einfacher. Früher hat man das doch auch geschafft. Und heute haben wir schon die Modernisierung der vielen Maschinen. Und es ist eh einfach geworden heute, wenn man die Zeiten mal vor 100 oder 200 Jahren zurückdreht, wo man noch mit dem Stier auf dem Acker war und mit der Egge hinten dran. Oder sehe ich das falsch? Naja, das Motto von heute ist einfach so das schneller, größer, weiter. Und Landwirtschaft ist ein Gewerbe und ist ein Wirtschaftszweig. So, man wird richtig hingepusht in diese Richtung, auch von der eigenen Vertretung, sage ich jetzt einmal. Also was zählt, ist das Geld. Also auch in der Landwirtschaft hat der Kapitalismus ist eingezogen und man muss einfach wirtschaftlich, jeder möchte wirtschaftlich sein. Und da schaut kein Bauer oder die herkömmlichen Bauern schauen nicht zu, dass dann das Beikraut größer wächst wie die Kulturpflanze. Unterm Strich ist der Einsatz, was man da einbringt, auf das Feld mit dem Ansehen und Ernten ist dann höher, also man zahlt mehr raus, als was man zahlt mehr hinein in das Feld, sage ich jetzt einmal, als was man dann rauskriegt. Und die Tiere in weiterer Folge brauchen ja dann auch das Futter oder wenn man Getreide verkaufen will, als zum Essen oder so, als Brotgetreide. Es muss einfach was wachsen, weil eine Landwirtschaft ist ein Wirtschaftsunternehmen und man wird auch in diese Richtung gepusht. Da wird es einfach dann leider hinten angestellt, dass die Natur darunter leidet. Und ich finde es immer ein bisschen wahnwitzig, dass gerade der Bauer, der was von der Natur lebt, oder ja, diese ja, am meisten würde ich nicht sagen, aber einfach auch mit den Füßen tritt. Ob es einfach der gesellschaftliche Zug oder die Rahmenbedingungen sind oft so schwierig, dass das einfach heutzutage nicht mehr so einfach ist, da wirklich einen guten Weg zu gehen mit einem guten Gewissen. Und da muss man sich wirklich auf die Füße stellen, dass man das finanziell durchhält.
Genau, wenn man nicht nebenbei arbeiten geht. Aber ganz viele Kleinbauern gehen einfach nebenbei schon arbeiten, weil sie es einfach finanziell nicht verschnaufen. Genau. Ja, das kann ich absolut verstehen, dass die Bauern da zu kämpfen haben. Ich sag mal, wieder haben wir das Geldsystem da natürlich. Oder? Wie ich sage immer, wünschenswert wäre für mich, weil das ist ja das Grundding, was wir Menschen brauchen. Essen, Dach über dem Kopf, Nahrung, Lebensbausteine, Kleidung. Und da sehe ich immer wieder, dass man schon alleine handelt mit Essen, statt es zu fördern in der Qualität, so dass der Bauer auch wirklich gesund reinsetzt, wenn ich überlege, wie hoch die Korruption im Land ist und wie viel Gelder einfach unterm Deckel Sockel weggehen, was ja dann den Bauern enorm dienlich sein könnte, wenn man als Vorbild, ne, wir haben ja vom Heini Staudinger gehört, dass in Österreich ja circa 23% Biohöfe oder Bioflächen sind und der Rest her normale konventionelle Landwirtschaft. Und davon sind circa 20% oben im Waldviertel, Weinviertel oder Mostviertel da oben irgendwie so verteilt und 3% auf dem Rest Österreichs. Also es gibt schon große Projekte, wo man zumindest was sehen kann, dass es anders funktionieren kann. Und wenn der Staat mal so ein bisschen umdenkt und wir wollen ja Qualität haben, dann sollte man statt immer diese vielen anderen Subventionen, auch wie die Bauern Land, Ackerflächen von der EU aus nicht bearbeiten dürfen. Warum? Finanziell, Gelder, keine Ahnung, da bist du mehr tiefer drin. Ja, finde ich, sollten wir mehr Augenmerk mal nehmen auf unsere Bauern, denn wenn ihr nicht mehr da seid, dann haben wir auch dementsprechend nicht mehr das Essen. Oder wir haben, so wie in der DDR, die Großbauern mit Großanflächen und dann haben wir halt das, was wir heute hier schon erkannt haben, mit Glyphosat, sage ich mal, auf den Höfen, auf den Feldern, was dann ja auch in die Nahrungskette reingeht und verschiedene Düngermittel in Gefahr von Natur, Insekten und so weiter. Ja, sehe ich so zumindest. Wie siehst du das, Bettina? Ja, ich sehe so, dass mit dem Staat oder mit den Subventionen werden wir es nicht schaffen, weil die sind so aufgestellt, dass das große Geld rennt zu den Großen und ein bisschen was bleibt für die Kleinen über, so als Zuckerl. Aber das reicht einfach nicht, weil der Kleine hat einfach den höchsten Aufwand, weil er einfach auch mehr vielfältiger ist, auch weniger Arbeitskraft hat, wie jetzt der Große. Aber zum Beispiel Lufthansa kriegt ganz viel von diesen Fördergelder oder Obi, diese Pfanner, diese Apfelsaftfirmen kriegen ganz viel von diesen Subventionen. Ja, und da liegt einfach schon der Hund begraben. Und darum sage ich, kann man nicht auf den Staat warten oder auf die Subventionen, sondern unser Weg ist es einfach mit den Menschen gemeinsam zu machen und das Geld, was wirklich beim Volk ist, mit dem Geld auch zu gestalten. Weil wenn man immer nur wartet auf den Staat und auf die Subventionen, da werden wir nicht weiterkommen. Nein, aber ich denke, Bettina, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, die Bauern ist ja das Grundding für die Gesellschaft. Und vor allem, sie wollen ja das Gesunde haben. Was finanzieren wir alles? Man sollte dafür sorgen, als Grundding, dass der Bauer gut existieren kann, gut anbauen kann, seine Probleme erkennen können. Was wir alleine 8 Milliarden Euro kommen ja in Österreich einfach weg. Die werden noch nicht mal beachtet. Ja, 8 Milliarden Euro für Kleinbauern würde zumindest schon den ein oder anderen Bauern hier in Österreich enorm fördern und auch was Gutes tun können. Wir setzen die Gelder meines Erachtens nicht richtig ein und das sehe ich zumindest so, empfinde ich so. Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber genau. Ja, lass mal einfach mal so stehen. Wir können gleich eine Musikpause machen. Auf jeden Fall, die Zeit ist schon reif. Roman möchte noch was sagen und das Wort kriegt er auch noch. Und dann gehen wir in die Musikpause. Der Marc Wahle ist bei uns schon zu Gast reingekommen, aber den begrüßen wir dann. Bitte, lieber Marc, nach der Musikpause. Und Roman, für dich das Mikrofon. Ja, mir ist nur so wichtig zu sagen, dass die allgemeinen Bauern, was wir so in Österreich haben, dafür sorgen, dass wir unsere Böden verwüsten.
Die Humusanteil wird immer geringer. Man muss so viel Phosphor schon selbst zuführen, und um überhaupt den Boden fruchtbar zu halten. Die schweren Geräte geben ja noch Übriges dazu, dass wir wirklich bald einmal komplett kaputte Böden erzeugen. Warum man zuerst auch davor gerissen ist, liegt ja daran, dass ich Veganer bin. Und darum habe ich ein bisschen andere Rechenmodelle. Ich habe nicht ganz genau gewusst, wie ich das näher bringen konnte, weil ich will jetzt gar ein Grundsatzthema über Veganismus machen. Wir haben jetzt da ein anderes Thema. Aber bei meinem Rechenmodell, wenn man mal extrem auf Fleisch minimalst das macht, so wie es früher nur an Feiertagen gegessen haben, ja, so wird es schon sehr wohl auch bei mir die Rechnung aufgehen, weil es dann nicht mehr so viel Vieh brauchst. Es ist, das Vieh ist extrem wichtig, wenn schon allein bei der Insektenvernichtungsbekämpfung, wenn man da die Enten und Gänse und so hat, ja, kann man schon mal sehr viel Insekten schon alleine beseitigen, dass man da schon mal an Vernichtungsmitteln verzichten kann. Ich bin auch dafür, dass man Kühe glücklich grasen lassen sollte, wenn sie dann friedlich sterben, auch eher Leder benutzen kann und so weiter. Ja. Jedes Tier, die Schweineln, alle sind wichtig, auch für einen veganen Menschen. Ja. Und darum wollte ich einfach mal einfach den Hauptaugenmerk machen, wenn sie die Bauern und auch wir Städter nicht endlich wirklich zusammentun, über unseren Horizont hinwegsehen, hinwegsehen über den Horizont des über des Wirtschaftens, des gewinnbringenden Wirtschaftens hinausdenken, sondern wieder hindenken, unsere regionale Autarkie erhalten können und den Naturschutz gewährleisten. Das ist viel wichtiger, als wie zu denken, wie viele Viecher kann ich mit Getreide ernähren, weil das ist eine Frage, wo sich man nur ein paar Jahre stellen kann. Wenn der Boden dann kaputt ist, wird sich auch diese Frage erübrigen, wie viele Viecher kann ich noch mit Getreide ernähren. Bravo, ich bin voll bei dir. Und diesen Weg genau wollen wir auch gehen. Genau, die Qualität einfach zu schaffen. Wunderbar. Und das lassen wir jetzt so stehen. Ich glaube, wir haben alle was mitgenommen. Auf jeden Fall den Punkt haben wir, denke ich, schon verstanden. Ich sage jetzt wir, weil der Inhalt heute Abend schon die Schwerpunkte und auch der Wunsch und die Sehnsucht nach dem Richtigen hier nach außen getragen worden ist. So sehe ich das. Also sowas darf man unterstützen. Und ich hoffe, ich bekomme von dir den Banner, dass wir den bei uns auf der Okitalk-Seite fahren können. Weil so ein Projekt, finde ich, muss man unterstützen. Da sage ich wieder, muss man unterstützen, weil das eigentlich der Ursprung ist, an dem wir wieder anknüpfen. So, und jetzt machen wir den zweiten Song rein von dir. Moment, den Player freischalten. Und da hast du einen Song, den ich vorhin schon angekündigt habe. Ich bin aber kein guter DJ. Und wie heißt das? In Hell I'll Be In Good Company. Ja, ich bin kein guter DJ, das war ich noch nie, aber das darf ich auch sein. So, Musik ab und bis gleich. Das letzte Drittel beginnt dann. Ja, auch fröhlich geht's in den Abend. Und das letzte Drittel geht rein. Ich hole jetzt auch nochmal den Raphael hier rein. Den Jenne hole ich nochmal rein und auch die Tünde hole ich nochmal rein. Und jetzt ist es so, dass der Marc vorhin schon in den Raum gekommen ist und ich möchte ihm gerne mal das Mikrofon geben. Die Bettina ist ja heute bei uns zu Gast und da geht es ja um unsere gesunde Landwirtschaft und mehr. Und bin gespannt, was der Marc Wahle zu sagen hat. Guten Abend. Ja, guten Abend. Zur Landwirtschaft habe ich ein besonderes Verhältnis. Ich liebe die Forsterei, die Forstwirtschafter. Die Bauern möchte ich unterstützen, wo ich kann. Und ich habe hier im Chat ein Kreuz rein. Ich bin über die Höfe gestolpert bei mir in der Umgebung, habe einen Bauern kennengelernt, mit ihm öfter mal einen Unterdruck gehoben. Und mittlerweile hat er dieses Kreuz von mir gemacht bekommen, geschenkt und einen Wanderstab. Und er ist ein guter Freund geworden. Also ich mache das gerne für Landwirte. Man trifft sie nur so selten. Ne? Ob ihr das auch schon mal begegnet ist, dass ein Kunde von sich aus ein Werk mitgebracht hat, was gemalt ist vor die Kinder, das ist doch was Feines. Vielleicht auch was unter Bauern vielleicht? Ja, Bettina, das ist, denke ich, zeitaufwendig. Ich weiß es nicht, aber bin gespannt, hast du da was zu sagen zu?
Ich erlebe es immer wieder bei uns im Verein einfach, dass sich Synergien ergeben. Ein gutes Beispiel ist einfach, dass wir auf unserem Vereinstisch nicht nur die Naturschätze vom Hof anbieten, sondern einfach Menschen aus unserer Gemeinschaft ihre Produkte oder ihre Naturschätze auch den anderen anbieten können. Und das finde ich immer wieder total schön, weil diese Naturschätze, was da entstehen, die sind so hochwertig, die kann man einfach im Geschäft nicht kaufen. Und darum möchte man einfach auch das anbieten, dass diese Synergien auch entstehen können. Ja, richtig. Das ist das selber machen. Also der Wanderstab dann hat auch schon ein Leben gerettet. Das sind ja unbezahlbare Sachen. Das kann man mit dem Handwerk, kann man mit dem gekauften Dinge nicht vergleichen. Deswegen ist der Direktmarkt beim Bauer so wichtig, finde ich. Genau, es braucht aber halt nur mehr von deiner Sorte. Ja. Das lieber nicht. Ja, das stimmt schon. Günther Piham kennst du, Bettina? Ja, den kenne ich gut, genau. Ja, er hat ja jetzt so eine Umstellung gemacht. Ich hoffe, er hört heute Abend sogar zu. Wir sind auch im Gesprächen und er hat ja auch sein Projekt ein wenig verändert. Und ich hoffe, er ist jetzt auch bald wieder auf Okitalk. Vielleicht gibt es da ja auch jetzt neuerdings, ich kenne seine neue Ausrichtung noch nicht, aber vielleicht ist das mal ein Gespräch zumindest mal wert. Ich kenne Günther schon ganz lange und er ist Vereinsmitglied bei uns und sehr wohl Pate und genau, wir sind immer wieder in Kontakt und im Austausch. Genau, ich schätze ihn auch sehr. Ja, spitze. Dann ist da auch die Vernetzung schon mal da. Gut ist das. Ja, jetzt geh noch mal ganz kurz her und frag mal, Raphael Jenne ist bei uns und auch die Tünde. Ist denn von euch wer am Mikrofon? Vielleicht mal flackern? Da ist jetzt nichts zu hören. Ja, ist für dich heute Abend, sage ich jetzt mal, Bettina, noch irgendwas ganz Wichtiges so oder auch ja wichtig halt, was du noch gerne uns heute noch mitteilen möchtest? Ich möchte einfach alle einladen, sich wirklich auf dem Acker zu machen, also im übertragenen Sinn oder im wörtlichen Sinn. Genau, einfach sich. Ich glaube, dass es sehr viel über die Gefühle funktionieren wird. Also wir müssen das einfach wieder spüren, wie wertvoll das Ganze ist, die Natur, oder wie gut das Essen schmeckt aus der Natur, oder dieses Selbstgemachte, von dem der Marc Walle gesprochen hat, dass das einfach so einen hohen Wert hat, den man schützen soll. Genau. Und ich lade natürlich alle ein, die zugehört haben, den Windisch Bauernhof auch persönlich kennenzulernen. Dazu möchte ich vielleicht auch noch sagen, dass unsere Homepage gerade in Überarbeitung ist. Also wir sind gerade an vielen Dingen dran, die was dann auf der neuen Homepage einfach danach besser rüberkommen. Aber es ist schon mal ein kleiner Einblick. Es gibt Fotos auf der Homepage, einfach umschauen. Und wie gesagt, wenn jemand sowohl Pate oder Patin werden möchte, ist er herzlich eingeladen. Wenn jemand Geld herumliegen hat, das er sinnvoll wirken lassen möchte, für eine Zeit lang, ist er auch eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja, oder ich glaube generell, mit uns in Kontakt zu bleiben oder auch Fördermitglied zu werden. Mit jedem Beitrag, mit jedem Förderbeitrag kommen wir unseren Zielen einfach immer näher. Diese sind einfach wirklich unseren Hof ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften, dass die Tiere wirklich ein artgerechtes Leben führen können, ein glückliches Leben führen können und dass viele Synergien entstehen können, ein Geben und ein Nehmen, ein gemeinsames Lernen von der Natur, mit der Natur, zwischen den Menschen. Also das sind also Ziele, was wir wirklich erleben wollen.
gemeinsam Lebensqualität schaffen, ist also ein Steckenpferd von uns. Genau, dazu möchten wir alle einladen. Und ich hoffe, dass die Okitalk-Sendung natürlich Wellen schlägt und auch nach Wirkungen mit sich bringt. Und wir den einen oder anderen Zuhörer oder Hörerin auch persönlich kennenlernen. Ja, das wünsche ich auch. Und bevor wir hier uns verabschieden, möchte ich natürlich jetzt, Marc Wack flackert schon mit dem Mikrofon. Wir haben ja eh noch Zeit. Wir können auch ein paar Minuten überziehen, wenn es darum geht. Jedoch wollen wir nicht zu lange den Abend hier noch haben. Sonst ist das Band auch sehr, sehr, sehr lang. Marc, dein Mikrofon bitte. Ich hätte ja gerne eine Homepage gemacht oder kann ich da behilflich sein, weil ich weiß nicht, ob jetzt die Homepage mir entgangen ist. Also die Homepage von Bettina heißt, ich schaue gerade noch mal ganz kurz rein, das ist www. Und dann heißt es panoramalandwirtschaft.at. Und wenn du eine Hilfe anbieten möchtest, dann besprechen wir das im Nachtalk gerne. Und ja, es ist aber schön, dass du was anbietest. Ja, und wie du bist ein bisschen später eingestiegen, Marc. Wie hast du denn den Abend so für dich wahrgenommen? Also ich fand es sehr beruhigend, sehr ja geerdet, aber auch mit ein bisschen Vision, also sehr ja erfrischend auch, ne? Das ist, wie man lebt, so strahlt man aus. Es war jetzt richtig gemütlich auch. Ja, wunderbar. Nee, da ist alles drin und eine Vision sollte man haben und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, jedoch wenn wir vom Reden ins Tun gehen, werden auch immer bessere Meister dastehen. Und ein Meister muss man gar nicht sein, sondern wir sind ja alle gut irgendwo. Und es geht hier um wieder mehr zum Ursprung, zur Natürlichkeit zu kommen, um zu verstehen, was wir wirklich tun und was die Nebenwirkungen vor allem sind. Und ich denke, das ist heute sehr gut auf den Punkt, so zumindest für mich gekommen. Und ich hoffe, da draußen auch. Danke dir erstmal, Marc, für dein Einbringen hier. Jetzt rufe ich nochmal Raphael, ob er am Mikrofon ist, nochmal flackern, wenn er da ist. Ist nicht da. Der Jenne, bist denn du da? Ist auch nicht da, aber der Roman wird da sein. Roman, machen wir eine Abschlussrunde. So denke ich. Und natürlich bekommt die Bettina gleich auch nochmal das Mikrofon. Und Roman, der Abend war schon ziemlich voll und gut verständlich mit der Information. Oh ja, und wie? Also du und ich haben ja wirklich sehr viele Stichwörter und Begriffe vorgelegt, die Bettina so umfassend und vor allem spannend und interessant schmackhaft gemacht hat. Ja, so vielseitige Projekte, die es wirklich wert sind, unterstützt zu werden. Also alle, die was so in ihrer Region von der Bettina und ihrem Mann wohnen, nehmt die Chance wahr, sowas in Anspruch zu nehmen. Das, vor allem, wenn ihr Kinder habt, ihr glaubt gar nicht, wie die Kinder oft noch zu ruhig sind und klüger und gescheit werden. Vielleicht wird vielleicht passen, manche Leute, die nicht in der Gegend wohnen, vielleicht ein bisschen jetzt traurig sind, dass sie nicht daran teilhaben können, weil sie doch zu weit weg wohnen. Da könnt ihr vielleicht noch die siebte Montagsinfo empfehlen. Die habe ich 2015 gefilmt. Da haben wir die Karin Frank eingeladen gehabt. Die hat so in 3 Stunden habe ich sie gefilmt und da hat sie in Raum Salzburg, Oberösterreich und Bayern also Gemeinschaftsgärten, Bauernprojekte, Permakulturprojekte, lauter so Gruppierungen preist sie da an und erklärt genau, was wo passiert und kommen auch schöne Tipps über Permakultur, kommen auch raus. Sehr empfehlenswert. Schaut euch die Playlist an. Ich habe den Film in mehrere Teile zerstückeln müssen, weil die Karin damals ein paar urheberrechtliche Filme gesagt hat. Die habe ich, sieht man auch, aber die habe ich extra reintun müssen. Drum besser in der Playlist anschauen. Ja, eine Frage vielleicht dann am Schluss noch oder vielleicht ein ergänzender Vorschlag. Wenn ein Wald dabei ist, ich weiß nicht, ob ihr einen Wald dabei habt,
Muss er nicht unbedingt an wirklich auch gehören. Da lässt sich ja auch die Wildnispädagogik auch gut mit einverknüpfen. Der Klaus und ich haben ja schon sehr viele Wildnispädagogen auch schon an der Strippe gehabt und interessante ja, Ideen erfahren dürfen. Und ja, so bedanke ich mich wirklich bei dir, Bettina. So fundierte Fachfrau trifft man nicht alle Tage. Und aber auch dir, Klaus, möchte ich am Schluss noch mich bedanken, wirklich sehr herzlich bedanken, denn ohne dich würden so Menschen eben wie ja, der Heini Staudinger oder die Bettina oder auch ich, wir haben gute Ideen und wollen uns wertvoll in die Gesellschaft einbringen. Und dann werden wir aber voll angegriffen, wir werden oft diffamiert und alles, wir werden als die Schlimmsten, ich will es den Namen gar nicht nennen, als was wir oft bezeichnet werden, aber du bist nicht vorteilsfrei. Du lädst uns ein, befragst uns und wertest uns anhand dessen. Darum können Heini, Bettina, ich und andere ja, unsere Ideen endlich umsetzen, weil ein anderer bringt es ja nicht außer du. Und ein paar andere alternative Sender natürlich auch. Kann ja auch dir, Bettina, vielleicht Ken Jebsen auch noch empfehlen und so. Umso mehr Traffic, Bewusst TV und so weiter und so fort, gell? Und danke an euch, Klaus, auch dir, die dürfen wir nicht vergessen, weil bei jeder Sendung sollte man auch dich dafür loben und danken. Okay, dann schönen Abend. Danke dir, Roman, für die Blumen, Bettina. Das waren auch Blumen für dich. Und ja, Unrecht hast du auf keinen Fall, lieber Roman. Es wird Zeit, dass man hier den Menschen das, was wirklich gut in den Arbeiten der verschiedensten Projekten, die wir auf OKiTalk immer wieder präsentieren, auch erkannt wird. Und mit dem Fingerzeigen immer wieder ist eine Verurteilung. Und die Diskussion zu stellen, das seid ihr ja alle auch die eingeladen, die auch mit dem Finger auf uns zeigen. Aber sie kommen einfach nicht. Und sie sind aber trotzdem herzlich eingeladen, immer wieder hier auch die Sendung zu machen, interaktiv, weil wir ein freies Medium sind und so soll es auch bleiben. Es zählt das Ergebnis, wo wollte man hingehen? Mehr Menschlichkeit, wie OKiTalk heißt, Bewusstsein schaffen, miteinander und vor allem den Respekt zu haben. Und wir sagen auch von OKiTalk, und das habe ich auch ins Leben gerufen, unsere Medien dürft ihr glauben, könnt sie glauben, braucht sie nicht glauben, aber recherchieren kann jeder für sich selbst. Unsere Medien sind gänzlich ohne Gewähr. Und wir sind immer live unterwegs und das ist auch die Quelle direkt. Jeder ist ja auch für sich in seiner Eigenverantwortlichkeit zu sehen mit seinen Worten. Und das ist eigentlich genug gesagt. Bettina, deine Blumen waren es auch und ich hoffe, du hast dich heute hier wohlgefühlt. Für ein kleines Feedback vielleicht auch von dir und ja, deine letzten Abschlussworte und dann gehen wir in den letzten Song mit Louis Armstrong, oder? Vielen, vielen herzlichen Dank für den Raum, den ihr mir da aufgetan habt und zur Verfügung gestellt habt. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, genau. Ich habe auch die Einwürfe vom Roman immer total stimmig und toll gefunden. Es ist auch voll angenehm, da auch zuzuhören, so das im Zwiegespräch so ein bisschen. Na, alles in allem. Bin total begeistert. Und ja, danke dir, lieber Klaus, für deine Einladung. Du hast mir angestupst und nicht locker lassen, dass wir das im Juli schon machen, die Sendung. Ja, danke nochmal. Ja. Eins vielleicht noch, ich horche nicht, ich habe mir angewöhnt, nicht auf die Leute zu horchen, die was irgendwie laut schimpfen oder mit dem Finger zeigen. Sondern einfach wirklich nach Lösungen zu suchen. Und so gehen wir unseren Weg. Und ja, der Weg ist das Ziel. Und ich hoffe, dass wir Menschen finden, die uns begleiten auf unserem Weg. Genau. Hier am Windisch Bauernhof. Danke an alle. Ja, danke dir. Und ja, die Sendung heute ist im Archiv. Artikel gibt es. Geht einfach mal hin und kommentiert es. Ihr könnt es teilen, wenn die Sendung im Archiv ist und sie wird bald im Archiv sein. Und da könnt ihr rechte Maustaste machen, entweder runterladen die Sendung oder nur den Link kopieren und verteilen. Und ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Und jetzt sehe ich auch gerade, möchte einen Sendehinweis machen, schon mal für morgen 18 Uhr geht es hier weiter. Da ist Jim Kinkaki da. Das ist ein Team Rabbit Hole
Paul. Da ist auch der Raphael da. Die Sendung, so wie es ausschaut, wird auf Englisch morgen stattfinden, ab 18 Uhr. Und um 20 Uhr haben wir den Verein Plastic Planet da. Da wird die Stella Wittmann bei uns sein. Und ja, Plastic Planet, den Film, solltet ihr euch auch anschauen. Vielleicht schaut ihn an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ja, und in dem Sinne, wie gesagt, möchte ich natürlich auch hoffen, dass unsere heutige Sendung, die Bettina Windischbauer, auch vielleicht mal immer wieder ein Update gibt. Die Technik hat sie ja. Zumindest hast du ja hier heute Abend unser Studio richtig betreten können, hier interaktiv. Und liebe Bettina, ich freue mich, dich immer wieder mal einladen zu dürfen und auch mal, dass du Updates gibst oder auch wieder Auffrischung machst. Da würden wir uns auch sehr freuen. Okay, liebe Bettina? Danke für das Angebot. Ich werde es annehmen. Wenn es was Neues, Positives gibt, melde ich mich zu Wort. Wunderbar. Und so verlassen wir den Abend hier. Wer nachher noch im Nachtdog da ist, Bettina bleibt noch ein bisschen auf dem Surfer nach dem Song. Und jetzt werden wir den Louis Armstrong einspielen. Auch ein Wunsch von der Bettina Windischbauer. Und www. Und da heißt es Panorama Landwirtschaft. Jetzt habe ich sie nicht vor mir, da habe ich sie .at. Wie gesagt, panoramalandwirtschaft.at. Und jetzt Louis Armstrong als letzten Song und ich wünsche euch alles Liebe morgen ab 18 Uhr, so heißt es. Und einen schönen Abend, gutes Nächte, guten Mittag, verteilt die Sendung. Tschüss, baba, ciao, ciao.